können ja an der Stelle schon mal eine Kanalwette machen für den Fun, ob er sich in die Opferrolle stellt, ob er ad hominem geht, ob er Täter-Opfer-Umkehr betreibt, also mich als den Bösen darstellt. Weil wahrscheinlich bin ich ja derjenige, der hier die ganzen Leute mobbt und so und unempathisch ist und solche Geschichten. Was gibt's noch? Lügner steht ja schon im Titel. Die Team ist eigentlich das Thumbnail. Kritik ist gut, der denkt immer noch, dass wir ihn falsch verstanden haben. Ja, aber da muss man sich ja fragen, wenn Gott und die Welt einen falsch versteht, so ob man eventuell sich falsch verhalten hat oder beziehungsweise sich problematisch oder suboptimal kommuniziert hat, so, ne? Aber gut, da kann man ja, ne, Eigenverantwortung und sowas, ne, das ist das Stichwort. Das ist sowieso das Stichwort dieses Videos, meine Eigenverantwortung, denn ich wusste, dass wenn ich einen T-Tag, der ja so butthurt ist und so fragil in seinem Ego ist, kritisiere, auf die Weise, wie ich es getan habe, dass er sich auf jeden Fall dazu äußern wird. Dementsprechend gucken wir uns mal an, was er dazu zu sagen hat, wie er sich zu wehren weiß und, ob das bodenlos wird oder ob das eine tatsächlich Unterhaltungswert hat. Wir gehen mal rein. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. In den letzten Wochen und Monaten habe ich schon eine Menge Bullshit und Lügen über mich gehört, aber Trayment belegt wirklich Platz 1 mit den dümmsten Lügen über mich. I got under his skin. Oh, damn, son. Ich meine, da gibt es ja so ein 50-minütiges Video von Sigi, das seinen ganzen Kanal einmal komplett kritisch einordnet, so. Aber das ist nicht der Rede wert. Das Video von Sigi, nicht der Rede wert. Dieser Trayment, dieser Meinungsflyer, dieser Trayment schon wieder. Ah! Are you sure about that? Aber dann hat er halt solche Aussagen gebracht wie, yo, T-Tech, dass er, bevor er sich mit dem ADM1RAL-HipsterCheatX100, ich korrigiere, Sigis Video geht 50 Minuten. Ja, das ist richtig. 50 Minuten komplette Zerstörung, worauf er natürlich keine Sekunde drauf eingegangen ist. Ich find's aber ganz spannend, dass er hier schon mal einen Clip einblendet, der ihn selber frontet wieder. T-Tech neigt generell ein bisschen in Richtung Drama Queen. Was ja stimmt, sonst würden wir jetzt dieses Video nicht haben. Frauen trifft, wenn er jetzt ein Date hat oder so, bevor er sich mit den Frauen trifft, dann schickt er ihnen, was hat er gesagt, schickt er ihnen seinen Strafregisterauszug oder irgend so ein Okay, Trayment belegt Platz 2 mit den dümmsten Lügen über mich. Jedenfalls hat er nämlich ein Oh shit, Shots fired. Er schießt auch gegen Kaiser. Denn ja, also ich meine, Dieter möchte, er mag einfach nicht gemocht werden. Er schießt einfach. Wie kann man denn bitte Kaiser haten? Wie kann man was gegen Kaiser haben? So. Also ich. Aber danke. Nicht mal das schaffe ich. Nicht mal Platz 1 auf seiner Hate-Liste. So. Come on. Video gegen mich gemacht, wo er mich beleidigt, Vermutungen als Wahrheit präsentiert und er hat gezeigt, wie wenig er in der Lage ist, Dinge zu verstehen. Aber labern wir nicht. Damit kennt er sich aus, mit dem Nicht-Dinge verstehen. Ich meine, er ist sich ja auch immer noch sicher, dass er die einzige Person ist, in dem riesigen Shitstorm, den er hatte, der im Recht war. Aber ich bin sehr gespannt, was ich da nicht verstanden habe. Und ich meine, wenn er eine hieb- und stichfeste, nachvollziehbare Argumente gibt, so, dann bin ich natürlich in der Lage auch nachzuvollziehen, wo ich mich geirrt habe. Und vor allen Dingen auch bin ich in der Lage, zurückzurudern und einzugestehen, dass ich mich geirrt habe. Das tun Männer halt. Erwachsene Menschen halt. Mann. Mal sehen. Vielleicht kann er mich ja überzeugen davon, dass ich halt ne, keine Ahnung habe. Kann ja sein. Ich bin gespannt. Nicht so lange drumherum und gehen direkt rein. Wisst ihr, wer mir so richtig auf den Sack geht? Jeder weiß das. Menschen ohne Internet und deren Omas wissen, wer dir so richtig auf den Sack geht. Das hast du sehr deutlich gemacht in der Vergangenheit, wer dir auf den Sack geht. Wer wettet, dass ich in Zukunft der nächste TJ bei ihm auf seinem Kanal bin und die nächsten 80 Videos kriege gegen mich? Oder wird's? Der muss ja so getriggert sein. Also, ich meine, wie doll er gegen Ahmad geschossen hat, so, ne? Also, er kann schon hart schießen. Dass er dann nicht ab kann, wenn man ähnlich hart gegen ihn schießt und dann so reagiert. Okay, hätte ich gewusst, dass er, wenn es um Kritik geht, so fragil ist. So, Bruder, dann hätte ich wahrscheinlich trotzdem das Gleiche gemacht, weil ich nicht für meine Rücksicht bekannt bin. Ich bin halt nicht der Rücksichtsvollste. Ich gebe mir Mühe, aber ich bin's nicht.
Und tatsächlich meine ich an der Stelle nicht Frauen, die gehen ihm auch ziemlich krass auf den Sack. Ja, kaum kommt der Trey aus dem Stein, die Video-Content. Ah. Gefühlt 40.000 Videolange Reihe über Frauen gemacht. Tja, direkt zwei Lügen innerhalb der ersten 47 Sekunden. Damit hast du meinen Rekord sogar um Längen überboten. Erstens, nein, Frauen gehen mir nicht auf den Sack. Du willst mich... Ja, okay. Ja, das war eine Lüge. Das war eine böswillig erzählte Lüge. Und, okay. Ja, er hat mich erwischt. Das war ja gar nicht so. Es war ja gar nicht so. Genau das ist das Problem. Also, er hat mich erwischt. ADM1RAL_HipsterCheatX100. Genau das ist Jay sein Problem, lol. Dass ihm Frauen nicht auf den Sack gehen. Und klar, das ist doch das Ding. Das geht ihm ja auf den Sack, dass sie ihm nicht auf den Sack gehen. Er hätte ja gern, dass sie ihm auf den Sack gehen. Sonst hätte er ja Videos nicht gemacht, wie ich würde einsam sterben. Er würde ja gerne, dass sie ihm auf den Sack gehen. Das war von mir wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Ich hätte sagen müssen, es geht ihm auf den Sack, dass keine Frau ihn möchte. Und dass keine Frau ihn möchte, liegt wahrscheinlich daran, dass er einer der unreflektiertesten, leicht zu triggernden Butthurt-Menschen auf diesem Planeten ist. Oder sich zumindest, ich kann mich da ja irren, ist ja nur meine Wahrnehmung, die ist ja natürlich nicht, ne, omnipräsent unfehlbar. Er gibt sich auf jeden Fall Mühe, diesen Anschein zu erwecken. Und das kommt nicht von mir, das kommt von den Frauen, die sich unter seinen Kommentaren oder in meinen Streams oder in jedem anderen Video zu ihm äußern. Und ich nehme das ja nur auf, ich bin ja nur der Bote, don't, ne, kill the messenger, bro. Aber zu der Aussage mit TJ, es war ja eine Lüge auf jeden Fall zu TJ. Ich verstehe das schon, also, das hat ihn vielleicht verwirrt, so, das war tatsächlich, das nennt sich Übertreibung. Als stilistisches Mittel für den Humor, so. Weil manche Dinge muss man ja nicht so ernst, aber ich meine, komm, Hyperbel, genau, ich meine, komm, gebe ich ihm, habe ich mich, Hyperbeln als stilistisches Mittel streichen wir weg ich sag schon wieder TJ. Deswegen habe ich ihn die ganze Zeit T-Cack genannt, weil ich ihn das mit TJ, weil es auch mit T anfängt, verwechsel. Deswegen für den Herrn, ne? Cack, ich darf ihn nicht Cack nennen, weil ich habe schon gesehen in den Quellen, in den Videobeschreibungen, ist das ja anscheinend ein Slur, das tut ihm weh, deswegen nenne ich ihn jetzt Tech. So, für den Herrn Tech sind Übertreibungen zu hoch, deswegen, weil es ja gleich automatisch Lügen sind, werde ich versuchen, keine Übertreibungen mehr anbringen in meiner Rhetorik. Das ist natürlich schwierig. Ich könnte auch einfach aufhören, 90% der Sätze zu sagen, die ich sage, weil ich es halt einfach, ne? Ich bin halt eine extrovertierte, exzentrische Persönlichkeit. Dann neigt man leider zur Übertreibung, aber wir geben uns Mühe. Die nur als Frauenhasser darstellen und das noch auf eine ekelhaftere Art und Weise, als TJ das damals bei mir versucht hat. Er hat es nämlich einfach... Bro, ich hab's nicht versucht, ich hab's effektiv getan. Ich hab die Aussagen, die du getätigst, einfach nur wiederholt. Und so wiedergegeben, wie sie jemand hört, der nicht du bist. Oder eine Frau ist, die Selbstwert besitzt. Nur impliziert, indem er Kontext weggelassen hat. Aber du sagst straight up, mir würden Frauen auf den Sack gehen. Ja. Zweitens, ich habe keine... Ja. Ja. Die Frauen, die dich nicht ranlassen. Das war doch auch genau das Problem. Das war doch der Punkt von seinem Video, dass er keine findet. Dass er immer nur geghostet wird. Das geht ihm doch auf den Sack. Das war doch der Inhalt seines Videos. Das war doch genau der Inhalt seines Videos. Seines Heul-Männer sterben einsam Videos. Dass er von Frauen geghostet wird. Und ich hab, also, vielleicht, ne? Also das kam mir doch so an, dass ihn das stört, oder nicht? Dass er von Frauen geghostet wird und dass er einsam sterben will. Wird, nicht will. Er will ja nicht, er wird. Das kam so an bei mir. Ich entschuldige mich an der Stelle. Das Jelly Engine cheered X100. Mama, der böse Trey von nebenan hat meine Sandburg kaputt gemacht. Das Cecilchen, vielen Dank für die 100 Bits. Nee, wir sind ja persönlich. T-Tech, das tut mir völlig leid. Das Video wird irgendwie, die Reaction wird übrigens heißen, meine Entschuldigung an T-Tech. T-Tech, das tut mir völlig leid. Das war natürlich nicht so gemeint. Ich hätte natürlich nicht sagen sollen, dass dir Frauen auf den Sack gehen. Ich hätte mich da viel deutlicher ausdrücken müssen. Da hast du völlig recht. Das, was ich aus dieser Thematik, aus deinem Video entnommen habe, war, dass die Thematik, dass Frauen dich nicht... Benny, vielen Dank für die 5er-Sub-Bombe an der Stelle. Ehre!
Das, was ich nämlich sagen wollte mit dem, dass Frauen die aus dem Sack ging, das hätte ich vielleicht, ne, aufdröseln sollen, mit mehr Inhalt schmücken sollen, damit es weniger Missverständnis erzeugen würde. Das nehme ich auf meine Kappe, klar, auf jeden Fall. So. Was ich damit sagen wollte, war die Tatsache, dass du halt Single bleibst, aufgrund der Tatsache, dass du dich nicht hinterfragst und reflektierst und Frauen dich deswegen ghosten oder dich einfach nicht attraktiv finden und du nicht verstehst, warum, dass dir das auf den Sack geht. Da hätte ich tatsächlich klarer sein sollen. Das tut mir an der Stelle leid. Wir haben ja alle ein Interesse daran, dass wir besser werden. So, deswegen beim nächsten Mal, da werde ich natürlich dann bessere Kritik äußern. Das tut mir wirklich leid. Wir gehen weiter. Videoreihe über Frauen. Ich habe eine Videoreihe gegen den radikalen Feminismus. Oder sind für dich alle Frauen radikale Feministen? Oh, da hat er den gebracht. Da hat er den. Oder sind für dich alle Frauen. Oh, da hat er den. Da wollte er den umdrehen, wollte er den. Ja. Das ist ein interessanter Take, ein guter Punkt. Da würde ich das Video von Sigi Siegmann empfehlen, tatsächlich. Mit dem hat er sich auch noch gar nicht auseinandergesetzt, also T-Tech, weil er dem nichts entgegensetzen konnte anscheinend. Oder er hat Angst von Sigi Siegmann, kann ich mir vorstellen. Da würde ich das empfehlen. Da wird nochmal klar, warum ich zu der Annahme gekommen bin, dass er ein generelles Problem mit Frauen hat. Aber, um das nochmal kurz aufzudröseln, ich will ja auch keine Antwort schuldig bleiben. Das ist ja eine Entschuldigung. Und eine Entschuldigung muss ja von Herzen kommen und ausführlich sein. Und meine Entschuldigung an T-Tech soll das natürlich auch. Deswegen gehen wir jetzt einmal kurz bei T-Tech auf seinen Kanal. Wie ich sehe, läuft der. Das ist gut und wichtig. Internet macht aber gerade Faxen. Und zwar gehen wir da am besten, damit das klar wird, warum ich zu dieser Annahme kam, so, ne? Dass er ein generelles Problem mit dem Feminismus bzw. mit Frauen im Feminismus hat. Und zwar gehen wir da am besten einfach mal in sein Video zur Ausgangssperre rein. Oh, mein Internet, ich lieb's doch. So, da haben wir das Video zur Ausgangssperre. Und das ist halt ein wichtiges, weil hier wird ja gesagt, dass Männer eventuell durch Feministen, wie er in seinem Video sagt, genötigt werden, nachts nicht mehr rausgehen zu dürfen. So. Und er sagt, dass Feministen, nicht radikale Feministen, sondern Feministen, behaupten, dass Männer nicht rausgehen dürfen, weil dann Frauen nachts sicherer wären. So. Das ist die Prämisse und das war auch der Aufhänger, was sozusagen für mich es selbstverständlich gemacht hat, dass er ein Problem mit Frauen hat und weniger mit radikalen Feministen. Und zwar gehen wir jetzt nämlich auf die Quelle und die Quelle ist, schwierig, gar kein feministisches Kampfblatt, sondern Anime for You, nee, to You, und von einem anonymen Creator. Wie er da auf den Feminismus geschlossen hat, von dem anonymen Creator auf einem Anime-Blog, weiß ich nicht. Japanisches 4chan. Also für mich kommt da halt das Geschmäckle rüber, dass er generell jegliche Sachen, die irgendwie gegen Männer kommen könnten, auch wenn sie nur Troll-Inhalte sein könnten, können wir nicht verifizieren, weil es von einer anonymen Quelle auf einem japanischen 4chan-Kanal bzw. Plattform ist, dass er das automatisch zu einer Sache, ja, die Frauen, die wollen uns Männer nur wieder. Und deswegen, ne, bin ich dem Irrtum aufgesessen, dass T-Tech ein Problem mit dem Feminismus hat, weil er halt aufhört zu spezifizieren, dass es um den radikalen Feminismus geht, beziehungsweise er sich über krude Quellen sich Mühe gibt, den Feminismus antagonistisch zu framen, zumal teilweise nicht mal klar ist, ob das überhaupt feministische Menschen gesagt haben. Aber gut, ich meine, Leute, auch den Punkt nehme ich mir auch. Ich dachte, wie gesagt, T-Tech hat sich mit der Kritik gegenüber seiner Person auseinandergesetzt und hat auch eventuell das Video von Sigi gesehen. Der geht dann auch mal ein bisschen intensiver drauf ein, warum ein T-Tech eventuell ein ernsthaftes Problem mit dem Feminismus hat und nicht mit dem radikalen Feminismus. Aber gut. Das nehme ich auch auf mich. Gar kein Thema. Tut mir leid, T-Tech. War richtig, ne? Ja, T-Tech, doch. War richtig. Tut mir leid, T-Tech. Nehme ich auch auf mich. Das hätte ich wissen sollen, dass du dich da nicht reflektiert hast oder dich mit der Kritik mit der Tiefe in der Sache auseinandergesetzt hast, dass du das Video von Sigi Siegmann, der, wie gesagt, alle deine antifeministischen Videos gesehen haben will, teilweise auch aufgezeigt hat, dass du Red Pill-Ideologien, die offensichtlich nicht feministisch sind, nicht mal radikal-feministisch, sondern antifeministisch sind, Red Pill Quellen, aber ich meine, nehme ich auf mich, alles gut, auch ein schöner Take,
Frauen kontrollieren Sex. Ja, ist halt kein antifeministischer Red Pill Tag, dass Frauen Sex kontrollieren. Deswegen von solchen Tags kann man nicht ableiten, dass er eventuell ein Problem mit dem Feminismus, mit der sexuellen Emanzipation und der Dezentralisierung von Mann in dem Leben der Frau haben könnte. Aber ich meine, wir dürfen halt nicht, ne? Wir dürfen halt nicht die toxischen Takes von T-Tag nehmen und daraus etwas schließen. Weil das wäre dann gelogen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich verstehe ja nichts. Hat er gesagt. Wir gehen weiter. Das macht Spaß hier. Das ist so informativ. Gleich wird mir noch erklärt, warum ich ein Sexist bin. Und an der Stelle möchte ich natürlich erstmal nicht ausschließen, dass auch ich sexistische Sozialisierung genossen habe. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich über den Dingen stehe und dadurch perfekt bin. Auch ich kann natürlich Sexismus reproduzieren. Würde ich gar nicht ausschließen an der Stelle. Ich versuche das halt zu minimieren. Und vor allen Dingen mache ich keine Videoreihe darüber. Aber wir gehen weiter. Ich verliere mich nur wieder im Detail. Du dreckiger Sexist. Wie kommt man darauf, eine Videoreihe gegen den radikalen Feminismus als Videoreihe über Frauen zu bezeichnen? Wir haben hier nur... Naja, weil wir uns die Videos angeguckt haben. Und uns deine Argumente, die präsentiert wurden, angehört haben. Aber du hast im Gegensatz... Evelina-92-Cheered-X100. Aber du hast im Gegensatz zu ihm Kontakt zu Frauen XD. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und ich mag die weiblichen Kontakte in meinem Leben, mit denen ich im Kontakt stehe, ohne dass ich ein sexuelles Interesse an ihnen habe. Aber ich meine, ich bin halt ein dreckiger Sexist. Ich nehme auch diesen Aufwand auf mich, um einen Dialog mit T-Tech zu... führen. Wir müssen da ja persönlich sein. Ne? Vielen Dank an dich, Admira Lipsa, und vielen Dank auch an Evelina. ADM1RAL-HIPSTER-CHEERED-X100@Evelina-92- Ich muss dich korrigieren. Wir alle haben im Gegensatz zu ihm Kontakt mit echten Frauen, lol. Ah, ey, was soll denn das? Ihr könnt doch nicht so gemein zu ihm sein. Ohne Witz, das könnt ihr halt nicht bringen. Wir sind hier persönlich unterwegs. Wir wollen doch einen konstruktiven Dialog führen, damit auch ein T-Tech dann irgendwann mal mit uns beste Freunde werden kann. Wir wollen doch gar nicht hier beefen. Wollen wir doch gar nicht. Wir wollen uns auf alle versöhnen. Also, danke für die 100, aber das war halt gemein so, ne? Bald kommt auch gegen dich Ansagevideo, du gemeiner, böser Sexist, Admiral Lipse. Also, ne, ich meine, aber ja, auch ich nehme die Kritik von T-Tech an. Auch ich habe Sexismen, an denen ich arbeiten muss. Das ist richtig. Aber wie gesagt, anhand der Informationen, anhand der Analysen, die wir über seine Videos, ne, diese Zerstörung des Feminismus, uns abgeleitet haben, kamen wir im Kollektiv, vor allen Dingen die sich im Bereich des Feminismus auskennen, sich damit befasst haben und das nicht aus Quellen der Red Pill Bubble, also einer antifeministischen, rechtsoffenen Ideologie, kamen wir zu dem Schluss, dass seine Takes doch schon sehr antifeministisch sind. Aber ich hätte da sonst auch noch ein Ass im Ärmel, vielleicht lassen wir zum späteren Verlauf dieses Videos nochmal eine Frau, eine Feministin, keine radikale Feministin, eine Feministin zu Wort kommen. Ich meine, letztendlich weiß ich das ja eh nicht. Ich bin ja auch nur irgendein kleiner Mann im Internet, der ein widerlicher Sexist ist. Nur zwei Möglichkeiten und keine davon lässt dich gut aussehen, Trey. Erstens, du hast das absichtlich gemacht, weil du mich als Frauenhasser framen willst, weil du einfach ein ekelhafter Mensch bist. Das wurdest du... Bruder, keine Sorge, das schaffst du ganz alleine. Das schaffst du wirklich ganz alleine. Hast du dir die Kommentare unter deinem Rammstein-Video nicht durchgelesen? Das schaffst du, wie gesagt, ganz alleine. Ich brauch dich in keinster Weise frame. Wie gesagt, das ist, ich würde da anstelle, ganz am liebsten würde ich da tatsächlich T-Tech zitieren. Naivität. Wenn man im Internet Beiträge bringt, die dazu veranlassen, dass eventuell Frauen sich offended fühlen können, das Gefühl entwickeln können, dass du sie als Frau attackierst, dann muss man natürlich da ein bisschen Eigenverantwortung, ne, besitzen. Denn das wäre ja völlig naiv, nicht zu erwarten, dass wenn man ziemlich antifeministische, als Victim-Blame-artige Takes bringt, dann kein Backlash zu kriegen. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Stufe 1 für 3 Monate. Vielen Dank für dein Sub. Vielen Dank für dein Support. Ehre. Danke für dein Sub. Das Ding ist so, ich meine, da müssen wir doch einfach mit, ne? Das ist doch einfach. Da hat doch jemand auf jeden Fall Verantwortung. Keine Verantwortung. Das wäre ja völlig naiv, da nicht von
Verantwortung zu rechnen. Das wäre ja so, als würde man mit einer Rolex ins Ghetto gehen und dann sich wundern, wenn man nicht ausgeraubt wird. So, das wäre ja. Ja. Wenn du antifeministische Takes bringst, so, und deswegen Leute, die feministisch sind, dich dafür kritisieren und dich deswegen nicht mögen, dass du antifeministische Takes bringst, so, aber ich meine. Emotional Damage! Danke, Admiral Hipster. Nein, du objektifizierst ihn nicht. Stimmt, darf ich nicht machen. Gemeint, das stimmt, das darf ich nicht machen. Das ist, an dem Fall, das ist... Wir verwahren uns an der Stelle definitiv der Objektifizierung. T-Tech ist mehr wert als eine Rolex. Menschen sind keine Objekte. T-Tech ist mehr wert als eine Rolex. Auch dafür möchte ich mich an der Stelle entschuldigen. Es tut mir leid, T-Tech. Ich wollte dich für dieses krude Beispiel, um dir deine Teilverantwortung zu veranschuldigen, wollte ich dich nicht objektifizieren. Auch dafür möchte ich mich von Herzen entschuldigen, es tut mir leid. Ich wollte ein Beispiel nennen, ja, aber ich kann ihn ja nicht im Beispiel objektifizieren, das macht man nicht. Ne? Menschen sind ja keine Objekte. Zweitens, du hast das nicht absichtlich gemacht, du bist aber scheinbar dumm wie 3 Meter Feldweg. Das ist es. Ich bin dumm. Ich bin einfach nur dumm. Ich bin gut, dass er das angesprochen hat. Ich bin einfach nur dumm, T-Tech, das ist es. Ich bin einfach nur dumm. Aber das Schöne ist, heutzutage können auch dumme Menschen viel erreichen im Leben und studieren und Abitur machen und einen erfüllten Job leben und all solche Geschichten. So tue ich trotzdem nicht, aber ich meine, ich wollte es nur erwähnt haben. Also da draußen, ihr Leute, ne, wenn ihr dumm seid, ihr braucht euch nicht schämen. Es ist völlig okay, dumm zu sein. It's okay to be stupid. Deswegen, es liegt daran, ich wollte hier nicht irgendwie frame, ich bin einfach nur dumm. Also ich bin wirklich nicht der Klügste, alles gut. Ja? Meine Schwester ist hochbegabt, ich bin nicht der Kluge aus der Familie. Ich bin der Gemeine. Wobei... Nicht mal das stimmt. Auch sie ist die Gemeine. Ich bin der Exzentrische. Der Übertreiber. Der bin ich. Eins aussuchen. Viel Spaß. Dumm oder Frauenfeindlich oder Frauenhasser. Jetzt darfst du wählen. Nett, dass ich die Option bekomme. Ja, es ist sehr großzügig von ihm. Das muss man ihm lassen. Er ist da wirklich ein gütiger Mensch. Du hast einen ersten YouTube-Kongress. Ja, ich habe meinen ersten YouTube-Beef. Mhm. Nee, ich bin da auch super dankbar dafür, dass er mir die Wahl lässt zwischen eigener Dummheit und Frauenfeindlichkeit zu wählen. Deswegen, ich bin da auf jeden Fall bei Dummheit. Auf jeden Fall. Evelina_92_cheerx100. Es gibt dumme Menschen, die haben 6000 Follower mehr als Herr D-Tech. Einer wäre dieser Lügner Draymond. Nein. Wir wollen hier... Was ist... Also, das machen wir nicht. Also, ne? Hier no Follower-Shaming und sowas so. Er arbeitet ja hart daran. Er arbeitet ja hart an seinem Content. Vor allem reflektiert er sich so viel dahinter. Ja, eine gute Umfrage. Was ist Tramit? Wir lassen die Community entscheiden. Bin ich entweder dumm, ein Frauenhasser oder Ananas? Also ich persönlich bin immer noch, ich stimme auf jeden Fall für dumm ab. Bin davon überzeugt. So, ne? So, wir gehen weiter. -20 nach den neuen Videos. Ich meine... Das ist ein Plan, ich glaube, das ist Strategie. So trennt sich die Spreu vom Weizen. Er möchte so ein bisschen konsolidieren, seine Zuschauerschaft. Das ist auch wichtig, weil dadurch, ne, baust du so ein Bedrock an wirklichen, echten Zuschauern aus. Das ist wichtig. Wir gehen weiter. Ich bin sehr gespannt. Kommt dann auch schon die dritte Lüge. Wir halten also fest, TJ hat T-Cack aufgefordert, doch mal zu reflektieren. Als Meinungsblogger, der maßgeblich seinen Content darauf aufbaut, andere Menschen zu kritisieren und diese dann, so hoffe ich doch, zur Selbstreflexion zu bringen. Was ist daran die Lüge? Frage ich mich. Soll die Lüge sein, nee, ich mach gar nicht so viele Meinungsvideos, also Haarspalterei? Oder die Lüge, dass er die Leute nicht kritisiert? Damit sie sich verbessern? Wo will ich laut ihm gelogen haben? Das frage ich mich gerade tatsächlich. Eins, oder? Safe eins. Guck mal, ich mache so viele Videos und gar nicht die Mehrheit an Meinungsblogger-Videos. Ich kritisiere gar nicht so viel. Safe. Ich bin auch bei eins. Wurde dazu aufgefordert, doch mal selber in sich zu gehen und zu reflektieren, warum er gerade zurzeit so stark gehatet wird. TJs Intention war nie, mich wirklich zur Selbstreflexion zu bringen. Ich habe gelogen, weil ich die Intention von TJ falsch dargestellt habe. Denn ich wusste nicht, was TJ wirklich weiß. Das weiß T-Tech nämlich nur. Weil T-Tech sitzt nämlich in TJs Kopf. Und weil die beiden so gut sind, ne, die sind halt ein Herz und eine Seele, kann er das natürlich auch besser reproduzieren als ich.
ich ging ja natürlich davon aus, in good faith, dass wenn ich jemandem schreibe, hey, überdenk doch mal, warum du zurzeit gerade so einen Shitstorm hast, dass das nicht getan wird, um die Person fertig zu machen, sondern dass das getan wird, damit diese Person reflektiert. Aber wie gesagt, ich meine, auch den Schuh ziehe ich mir an. Es tut mir leid, T-Tech. Es tut mir leid, dass ich da tatsächlich von meiner Wahrnehmung ausgegangen bin, dass ein TJ eventuell dir einen, wenn auch ziemlich hämischen und schmerzhaften Tipp gegeben hat, dir doch tatsächlich mal einen Stoß in die richtige Richtung geben wollte. Natürlich von der Person, von der er es am letzten hören wollte. Und das war ja auch der Appeal dieses Tipps. Aber letztendlich sollte die Intention von solcher einer Hinterfragung natürlich auch immer sein, besser dich. Deswegen tut mir leid, dass ich da nicht zynisch genug war, um das nicht so wahrzunehmen. Das habe ich, ja, das tut mir wirklich leid. Den nehme ich auf mich, also. Dafür muss ich mich wirklich entschuldigen. Es tut mir wirklich leid, T-Tech. Da hast du mich erwischt, Alter. Dass nur zwei Füße, so viele Schuhe passen da gar nicht drauf. Ist echt so, oder? Ich muss ein Oktopus sein, so viele Schuhe, wie ich mir anziehe. Ich muss ein Oktopus sein. Aber ja, das habe ich... Ich bin dumm. Aber das Gute bei Dummheit ist, ne, man kann das Gefäß, ne, das Hirn, man kann es ja füllen. Deswegen, ich habe ja noch Hoffnung. Ich meine, ich sehe ja meine Fehler ein. Und er erklärt sie mir ja auch so leicht und so gar nicht passiv-aggressiv und so ruhig. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir nach diesem Intermezzo auf jeden Fall alle kollektiv klüger sind. Aber wir gehen weiter. Ich lerne ja gerne. Ich will mir nur ans Bein pissen, damit es ihm besser geht. Denn zufällig zu genau diesem Zeitpunkt stand TJ wieder selbst stark in der Kritik. Und wie Kinder das so machen, wenn sie gemobbt werden, mobben sie andere. Warum sollte ein TJ, ein Typ, gegen den ich etliche Videos gemacht habe, mir nur helfen wollen? Ich bin literally mit dafür verantwortlich, dass er heutzutage als cringe angesehen wird. Diese Überhöhung! Er ist, wie er sich dafür, ich glaube, das wird er gerne wollen, dass er so viel Macht hätte, dass ein TJ wegen ihm als cringe angesehen wird. Genau wie er ja auch damals in dem Beef mit TJ dachte, dass TJ wegen ihm sich mentale Hilfe suchen musste. So, ich meine, das ist halt der, ne, Gottkönig T-Tech hat mal wieder, ja. Sollen wir nun Gottkönig T-Tech Jungfrauen aufmachen? Ja, sollten wir. Wirklich. Trendsetter T-Tech. Ja, er hat den Wir finden TJ Cringe Hype gegründet. Er war OG da. Er dachte sich, ey, Baller G, du, ne? Du bist hier am Flexen, ja, das ist vollkommen cringe, Bro. So, und alle dachten sich, oh, damn, der Bre ist am Ballen. Der hat aber Hammerrecht. Damn. Wir müssen den Swag aufdrehen. Auf T-Cack angelehnt. So, deswegen hast du, ja. Wie konnte ich das nur übersehen? Also da hast du völlig recht. Auch da an der Stelle, das tut mir wirklich, wie ignorant ich bin. Das habe ich so nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil ich noch so ein kleiner, unerfahrener Influencer bin. Ich meine, ich mache das ja auch noch nicht halb so lange wie T-Cack. Da höre ich dann lieber einfach mal auf ihn. Der hat da mehr Ahnung. Er macht das ja auch länger als ich, so YouTube und TikTok und so Business. So. Deswegen, der wird das wissen. So, wenn er sagt, er ist da der TJ Cringe Setter, so, Bro, dann muss das stimmen. Always respect your elders, boys and girls. Ja, ist er ja. Das ist halt deswegen, da muss man halt auch, es ist doch aber so lächerlich. TJ hat ihm privat geschrieben, keiner hätte es mitbekommen, aber T-Tech, nichts gesagt hat. Rede, er hat ein Video draus gemacht. So, das ist so, ne? Ich meine, das mache ich auch immer so. Mich schreibt jemand privat, deswegen mache ich ein Video draus. Und ich veröffentliche das Video dann auch. Den Chat, so, ne? Das ist normal. Also, sinngemäß natürlich nur. Mache ich auch so. Kann man auch gut machen. Ist guter Content, vor allem, wenn man keinen hat. Deswegen, 80% meiner Videos sind ja auch so. Das ist gut. Und wichtig. Ich will mich da auch gar nicht groß irgendwie in die Position stellen, als würde ich es besser wissen, so. Ich meine, wie gesagt, ein T-Tech, er macht das länger als ich, er hat mehr Ahnung als ich, er hat die stärkere Community und auch einfach viel mehr Charisma. Und deswegen nehme ich das auch einfach an. So. Es tut mir leid, dass ich ihn da einfach seinen Drip unterschätzt habe. Ich dachte, die Leute finden TJ cringe, weil TJ selber sagt, dass er auch mal cringe ist und er einfach ein Mensch ist, der manchmal cringe ist. Aber das war halt einfach meine Ignoranz. Er sagt, ja, ich bin halt dumm. So, ne? Ich bin halt nicht unfehlbar und das war einer dieser Fehler.
Entschuldigung, T-Tech, das tut mir leid. Das habe ich nicht gewusst, dass du da so busy warst. Im Trendsetting. Wir gehen weiter. Wieder was gelernt. Nein, du hast schon recht. TJ wollte mir bestimmt nur helfen, als er mir sagte, denk mal drüber nach, ohne mir zu sagen, was ich besser machen könnte. Du hast auch nicht mit einer Silbe erwähnt, dass die Nachricht von TJ cringe und absolut unnötig war. Im Gegenteil, du siehst es ja sogar an, als ob er wirklich nur Gutes wollte. Aber wie reagiert... Das Ding ist, und da muss ich mal kurz Real Talk, da kommt mir mal kurz Real Talk, also jetzt mal so wirklich gesammelt und meine persönliche, wirkliche Meinung ist jetzt off-topic und so, unabhängig des Beefs. Ich gehe davon aus, dass wenn mir jemand schreibt, den ich nicht mag, so, der mir eine Kritik anbringt, so zum Beispiel, jetzt reflektier dich mal oder weißt du, warum die Leute dich haten, so, dass selbst wenn man der Person nicht signalisiert, so, dass das, was gesagt wurde, einen befasst und dass das in irgendeiner Weise eine Relevanz hat, dass man sich darüber nach Gedanken macht, so. Heißt, ich tendiere dazu, will ich damit sagen, auch von Leuten zu lernen, deswegen bin ich ja so dankbar für das Video von T-Tech, weil da lerne ich natürlich, wie ich wahrgenommen werde, auch von jemandem wie ihm. Ich bin davon überzeugt, dass ich von Leuten auch lernen kann, die ich nicht abkann. So, und wenn mir Menschen schreiben, ey, mach mal so und so, oder das ist voll lost oder sowas, so, dann nehme ich mir das zum Stück weit zu Herzen, dass ich versuche, in dem Gesagten den Sinn zu finden, der einen Mehrwert für mich generiert. Und der Mehrwert in dem Fall wäre gewesen, wenn mir die Person, die gerade selber extrem krass in der Kritik steht, sagt, hey, frag dich mal, warum du gerade Shitstorm hast. Dann wäre der Mehrwert, den ich aus der Aussage nehmen würde, warum stehe ich gerade in der Kritik? Und dann würde ich nicht direkt erstmal deflective sein und sagen, sondern ich würde mich das ernsthaft fragen. Ich würde die Genugtuung der Person vielleicht nicht geben, dass die Person mir etwas gesagt hat, was eventuell tatsächlich mich in irgendeiner Weise mich bewegen könnte oder sowas. So, das würde ich nicht unbedingt machen. Ist ja auch nicht mein Anspruch, sondern es geht ja darum, besser zu werden. Über sich selbst hinauszuwachsen und dazuzulernen. Und selbst wenn ein T-Tech, ein TJ, ein sonst wer mir schreiben würde oder sowas, mir sagen würde, hey, frag dich mal, oder was soll das und das und das, dann würde ich mich fragen, was kann ich aus dieser eventuell offensiven, mich verletzenden oder anstrengenden Nachricht an Positives ziehen, das nicht unbedingt öffentlichkeitswirksam ist und ein Heulvideo, der es aber gemein wäre. So, wir gehen weiter. Reagiert T-Cack auf diesen relativ intelligenten Rat? Ja, das war ein gut gemeinter Rat von TJ, da bin ich mir auch absolut sicher, ganz bestimmt. In welcher Position ist denn ein TJ, um mir privat einen gut gemeinten Rat zu geben? Hast du dir die Frage je? In keiner, darum geht's ja. Er ist in keiner Position, aber der Rat ist ja trotzdem berechtigt. Wenn dir ein Kuchen-TV, wenn dir deine Mutter das gesagt hätte, wäre der Rat dann mehr wert gewesen, weil sie in der besseren Position gewesen wäre? Ja, nur für dein Ego. Der Rat wäre doch derselbe gewesen und auch den hättest du dir zu Herzen nehmen sollen. Also ja, das Ego im Vorfeld sagt dann, ja, nee, dem höre ich nicht zu, weil den mag ich nicht. So, aber wenn man sich mal ehrlich zu sich selber ist, ist Reflektieren doch was Gutes. Jemals gestellt? Nee, warum auch? Wenn es gegen mich ist, dann muss man das ja nicht hinterfragen, richtig? Und das, obwohl ich es dir schon so einfach gemacht habe und in meinem Video sogar sagte, warum er das gemacht hat. Schon cringe, TJ, andere Leute dumm von der Seite anzumachen, nur weil man selbst wieder stark in der Kritik steht. Aber war offensichtlich zu viel von dir verlangt, das zu verstehen. Aber selbst wenn du wirklich glaubst, TJ wollte mir nur helfen, wäre es nicht trotzdem angemessen gewesen, die Zweifel daran mit anzusprechen? Weil du stellst... Wieso denn? Ist mir doch egal. Das ist mir doch völlig egal. Tut so, als würde ich fair gegenüber ihm sein müssen. Bro, du bist mir völlig egal. Du bist meiner Meinung nach einer der schlechtesten Meinungsblogger ever. Ich habe überhaupt gar keine Empathie für dich. Wenn du auf der Straße sitzt, neben mir vorbeigehen würdest und du würdest stolpern und in den Rindstein fallen so und dir das Knie aufstoßen, dann würde ich gucken und mir denken, ah, würde mir stinken, wenn ich du wäre. Und weitergehen. Bro, du bist mir heftig egal. Und wenn TJ dich komplett durchfronten würde, dann würde ich denken, ja, okay, der hat dich komplett durchgefrontet. Such halt in den Aussagen das, was du an Positives rausziehen kannst, das, was ich vorher schon versucht habe, zu verargumentieren, sodass selbst bei negativer Kritik, kann man eventuell was Positives draus ziehen, so. Und, Trey, du bist ein Richter, sei bitte die Mitte. Stimmt, ich bin ein dummer Richter, muss man an der Stelle anmerken. Ich bin ein dummer Richter. Perfekter Clip, und dann gehen wir uns. Also ich tue ja auch nicht so, als wäre ich eher oder empathisch gegenüber Menschen wie ihm so. Das liegt mir völlig fern, so einen Eindruck zu erwecken. Bro, ich kann den nicht haben, der ist völlig lost. Der ist völlig nutzlos, der Kerl. Also als Meinungsblogger, als Mensch, was weiß ich, was der beruflich macht, ist mir auch wirklich egal. Und wenn er
toll zu alten Menschen ist oder Hunde pflegt und sowas, kann er ja alles machen. Ich beurteile ja nur seine öffentliche Persona und die ist völlig nutzlos. Und deswegen, wow, ist mir doch völlig egal, ob TJ dich geht. Mir völlig egal, also wirklich. Aber ich meine, die Fairness, die liegt er ja selber an den Tag und das ist natürlich, er hat recht. Die Fairness, die legt er selber an den Tag und dann müssen natürlich auch alle anderen müssen nach diesen Maßstäben sich messen. Das habe ich auch missverstanden und vergessen. Ich muss anscheinend als Meinungsblogger, danke für die Lektion, das ist die Lektion, die ich mir mitnehme, ich muss als Meinungsblogger unparteiisch sein. In einem Beef, wo ich eine Person deutlich weniger unangenehm finde als die andere. Deswegen, es tut mir leid. Ich bin anscheinend kein Meinungsblogger, ich bin anscheinend ein Richter oder Journalist. Wusste ich nicht. Mach ich besser. Nehme ich an. Zieh auch ich mir den Schuh wieder an. Es ist in deinem Video als Fakt hin, dass TJ mir ja nur helfen wollte, ohne den ganzen Kontext mitzugeben, dass TJ und ich alles andere als Freunde sind. Und das ist entweder ziemlich manipulativ von dir oder mal wieder dumm. Kannst hier wieder eins aus. Ich tue mir aus, dumm. Ich bin bei Dummheit. Wie nett er mir die Möglichkeit gibt, dass ich selber wählen darf. Ich bin bei dumm. Ich bleib bei dumm. Suchen. Das muss man sich mal vorstellen. TJ und ich beefen uns seit einem Jahr und Trayman so, hä? Der will die doch nur. Ich wollte gerade sagen, das Witzige ist. ADM1RAL_HipsterCheerX100. Wir sind dumm und wir sind stolz. Wir sind dumm und wir sind stolz. Das Ding ist, er sagt, TJ und ich beefen uns. Bro, du fährst eine persönliche Vendetta gegen TJ. Weil du so penetrant warst, weiß TJ doch überhaupt erst, dass du existierst. Der hat kein Beef mit dir. Du nervst ihn einfach nur so lange. Mach dich nicht größer, als du bist. Und du bist schon ein großer und wichtiger Influencer, ich weiß. Du hast ja das TJ Twitch ist getrendsetted so. Ne? Das wissen wir. Dadurch ist er schon wirklich wichtig und higher und halt top, ne, state of the art und sowas als Meinungsblogger so. Aber, Bro, du bist halt jetzt nicht, ne? Da halten wir jetzt bitte mal die Füße still so. Meine Füße sind mittlerweile ganz zappelig, so viele Schuhe, wie ich schon angezogen habe. Und da werden noch mehr kommen. Kannst du dir nicht ausdenken. Den nächsten Punkt kann man nicht wirklich chronologisch einordnen, also sprechen wir jetzt darüber. In den letzten Clips... TJ atmet eher so... TJ! Ist es euch vielleicht schon aufgefallen, aber falls nicht, Trayman nennt mich im Verlaufe seines Videos die ganze Zeit T-Cack. Was ist das bitte für ein armseliges Niveau, mich die ganze Zeit zu beleidigen und sich damit auch noch cool zu fühlen? Und bevor jetzt wieder die ganzen Vollidioten in die Tasten... Vor allen Dingen cool zu fühlen, so. Ich hab mich richtig cool gefühlt dabei. Wäre ich jetzt T-Tech, würde ich sagen, oh, der lügt. Der sagt, ich fühle mich cool. Das Ding, ich fühle mich nicht cool dabei. Es war tatsächlich, Real Talk, es war tatsächlich, der einzige Grund, warum ich die ganze Zeit T-Tech gesagt habe, ist, weil ich ihn immer in den Aufnahmen mit TJ verwechselt habe. Ich habe immer TJ gesagt, obwohl ich T-Tech sagen wollte, und immer T-Tech gesagt, wenn ich TJ sagen wollte. Wenn ich T-Tech gesagt habe, weil Keck so einfach so gut über den Mund hinausfliegt, so. Was sollst du tun, so. Aber ja, auch da, ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. T-Keck. Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Schon wieder hab ich's getan. Es ist, wenn ich erstmal einen Namen falsch drin hab, so, ne, dann ist das einfach ein Problem, so. Ich meine, wie lange hab ich David, ne, Zahamunda, der bestimmt mir schon seit 10 Monaten folgt, wie lange habe ich ihn Daniel genannt, obwohl er David heißt. Und er hat mir jedes Mal gesagt, er heißt David. Und ich habe ihn jedes Mal Daniel genannt. Vielleicht passt ihm Tilo besser. Aber ich glaube, das findet Tilo gar nicht so gut, wenn wir jetzt T-Tech auch Tilo nennen. Glaube ich nicht, dass er es gut findet. Deswegen, ich war mit T-Tech eigentlich ganz zufrieden. So ein bisschen selbstironisch, so ist auch cool. Ich meine, Alpha Kevin nennt sich Alpha Kevin, so. Und er heißt nicht Kevin. Und er hat sich Alpha Kevin in der Zeit genannt, als Kevin so ein typischer Kevin war, so. You know? Ey, Mann. Ich wollte ihm da nicht die Gefühle versetzen. Ich dachte so, als Erwachsener steht er da so ein bisschen drüber, so ein... Aber okay, tut mir leid. Auch da, es tut mir leid. Ich werde natürlich an mir arbeiten, dich nicht mehr T-Cack zu nennen. Ein Cack sei ja keine... Das an der Stelle war schamlos gelogen. Ich werde weiterhin keine Sekunde darüber nachdenken, wie ich ihn nenne. Denn es ist mir wirklich völlig egal, wie er heißt. Beleidigung spart es euch einfach. Was haben Beleidigungen, wie du sie bei mir regelmäßig benutzt, bitte mit konstruktiver Kritik zu tun? Du redest doch die ganze Zeit von konstruktiver Kritik. Und dein Beitrag dazu ist dann, mich zu beleidigen? Zählen wir doch einfach mal, wie oft er mich als T-Cack bezeichnet. Ich lieb's doch!
ohne Witz. Du bist selber gar nicht konstruktiv. Selber gar nicht. Doch, Bro, bin ich. Und ich bin obendrauf trotzdem noch beleidigend. Den konstruktiven Ansatz hast du komplett geskippt und trotzdem frontest du hart durch. Nicht mich in der Vergangenheit, aber viele andere. Zum Beispiel das andauernde Dummste. ADM1RAL-HipsterCheatX100 Anzeige ist raus, TikTok Trey Kappa. Ich meine, wir überlegen mal. Die Videos gegen Ahmad, wo er ihn auch die ganze Zeit komplett, seine Rhetorik so, der geht die ganze Zeit komplett rein so. Argumentiert übelst eklig so, frontet die Leute. Zwar nicht mit den heftigsten Beleidigungen, aber er bezeichnet jeden als dumm. Wobei ich immer noch glaube, dass er projiziert so. Was wir nicht beweisen können. Ich meine, wir wissen es nicht. Wir sind ja dumm. Wir haben es ja zugegeben. Aber, T-Tech mit dünner Haut. Aber, der Typ im Internet sagt böse Wörter zu mir. Können wir an der Stelle bitte einmal festhalten, wie butthurt er war, dass er doch tatsächlich durchgezählt hat, wie oft ich T-Cack gesagt habe im Video. Weil das irgendwas... Aber ja, okay, verstehe ich. Ich meine, wie gesagt, manche Menschen scheint das hart zu triggern, wenn man als Cack bezeichnet wird. Das verstehe ich zwar nicht. Er darf mich jederzeit Cack nennen übrigens. Alles gut, nenn mich jederzeit Cack. Denn ich bin ein cackiger Reactor. So ein Ding ist das. Deswegen, aber wir zählen mal durch. Ich habe nämlich nicht mitgezählt, tatsächlich nicht, denn ich habe ein Leben und Lebensfreude an manchen Tagen. T-Kek. Als ob das nicht nach den ersten paar Malen schon ausgelutscht gewesen wäre. Unfassbar, mit was für... Warte. Lass uns doch mal kurz den Gesichtsausdruck haben. T-Kek. Als ob das nicht... Oh, Bra. Oh, Brudi. Ich wollte da nicht so zu nahe treten, ehrlich. Also, ich wollte das wirklich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihm das so nahe geht. Das wollte ich nicht. Real Talk, das wollte ich wirklich nicht. Er sieht halt wirklich aus, als würde ihm das wirklich verletzen, so. Das wollte ich nicht. Das war nicht mein Ansinn. Ich mag ihn halt nicht so, aber ich will ja nicht, dass er so leidet. Das tut mir leid. Also jetzt Real Talk, das tut mir wirklich leid, wenn es sich wirklich so verletzt hat, so. Wenn es sich wirklich so verletzt, dass ich dich T-Cack nenne, so. Dann werde ich versuchen aufzuhören damit. Das Ding ist nur leider, wenn ich mir erstmal Namen falsch merke, dann bleibt das drin. Und das ist ein harter Kampf. Das ist natürlich keine Ausrede, ich weiß, ist keine Ausrede, aber ein Grund, warum ich damit arbeiten muss und warum das nicht sofort abgestellt ist. So, deswegen nenn ihn Tobi. Ich kann ihn Tobi nennen. Aber Tobi, dann verwechsel ich mit Tobias. Ich meine, wir haben schon einen Meinungsblogger, der Tobias heißt. Deswegen ist es halt, ich nenne ihn T. Ich nenne ihn T. Aber ich sollte eigentlich keine Kosenamen für ihn haben. Wobei, so gierig, wie er darauf ist, gegen mich Beef anzufangen. Ich meine, wir erinnern uns damals, als ich noch keine eigenen Videos gemacht habe und ich nicht mal 1000 Follower hatte, hat er ja direkt ein Video gegen mich gemacht, wo er meinte, dass ich gelogen habe. So, deswegen, das ist ja schon das zweite Video zu mir. Und das nach einem Jahr. Also, ich scheine ihm ja was zu bedeuten. Aber das ist okay. Ich wusste das nicht. Mr. T. Du kannst ihn nicht T nennen. Du musst ihn zu nah am Mr. T. Ich kann ihn Mr. T nennen. Whiny T. Nenn ihn Hoodie. Ich nenn ihn Mütze. Mein Gott, ich nenn ihn Mütze. Denn wir alle wissen, der Meinungsblogger mit der Mütze, ich nenn ihn jetzt Mütze. Da kann er sich nicht beschweren. So, das ist nicht gemein, das ist nicht beleidigend. Und ich kann es mir merken, weil ich kann es auseinanderhalten von TJ und T-Tech. Ich nenne ihn jetzt Mütze. So, komm, alle sind sie glücklich. Bärtchen? Nein, das machen wir nicht. Bartshaming ist böse, böse. Ich nach den ersten paar Malen schon ausgelutscht gewesen wäre. Unfassbar, mit was für einem Kind. Die Sendung mit der Mützekappe. ADM1RAL-HipsterCheatX100. Die Sendung mit der Mützekappe. Was ist gottlos? Ich finde das halt, was positive Nickname würde es ihn nicht stören. T-Tech, come on. Ja, ganz ehrlich, wir geben ihm das. Ist doch okay, wenn er da einfach einen Insecurities hat oder sich da verletzlich fühlt, so. Ist doch gut. Ich finde es ja wichtig, dass wir Männer uns unsere eigenen Insecurities und unsere Vulnerabilitäten eingestehen können. So, warum sich denn darüber lustig machen, so? Dann nenne ich ihn nicht mehr T-Tech, jetzt nenne ich ihn Mütze. Ist doch okay. Warum einen Mann an der Stelle, ne? Shame da. Ist doch schön, wenn er sich da vulnerabel macht und so. Okay, okay. Natürlich nur, wenn niemand anderes darunter leidet, so, und wenn seine Einsamkeit, deswegen, da muss man abgrenzen, seine Einsamkeit
er seine Einsamkeit victimized, beziehungsweise instrumentalisiert, um andere zu guilt-shamen, so. Bruder, da bin ich natürlich überhaupt in gar keinster Weise empathisch. Wir gehen weiter. Kindergartenniveau, ich mich hier befassen muss. Und dann rechtfertigt er sich in den Kommentaren noch dafür. Sagst du die ganze Zeit T-Keck? Nicht die ganze Zeit. Wollte TJ und T-Tech nicht verwechseln. Ach ja, wirklich. Warum sagst du das dann auch an Stellen, wo es überhaupt nicht um TJ geht? Sprich, an Stellen, wo es überhaupt keine Gefahr gibt, dass man das verwechseln könnte. Und warum schreibt... Er weiß nicht, wie ein neurodivergentes Gehirn funktioniert. Aber ja, das ist völlig okay. Den gebe ich ihm. Ich habe ja eingesehen, dass ihn das verletzt, dass ich ihn T-Keck nenne. So, und ich war ja sogar so nett und ich hab ihn sogar im Titel eigentlich vorher T-Keck genannt, so. Aber ich dachte mir, das wäre gemein und ich nenne ihn T-Tech. Weil danach habe ich es mal gelesen und geschrieben gestanden gesehen, so. Ne, habe ich es mal geändert. Er redet jetzt nicht minutenlang. Natürlich, wieso? Worüber soll er denn sonst reden? Klar redet er jetzt darüber. Das ist das Hauptproblem, was er hatte, oder nicht? Und meine Dummheit natürlich. Und dass ich ein gemeiner Lügner bin, das haben wir ja schon geklärt. In seinem letzten Video, wo er mir Lüge unterstellt hat, weil ich ihn Populist genannt habe, weil er antifeministische Takes rausbringt, ohne wirkliche Quellen zu zeigen, beziehungsweise ohne hieb- und stichfeste, relevante Quellen zu zeigen. Und dann hat er mich darauf gemeint, dass ich ihn verleumde und was weiß ich was. So. Das Video ist aber noch online, könnt ihr euch angucken. So, ich habe das natürlich dann direkt prüfen lassen. Und die hat natürlich das genauso gesehen, wie ich es gesehen habe, denn ich war da natürlich im rechtlich sicheren Raum. Denn die Quelle, die er verwendet hat, um mich der Lüge bezichtigen zu können, weil er ja kein Populist wäre, war ja die aus einem Kinderlexikon. Deswegen, wenn er schon über Kindergartenniveau spricht, das passt doch ganz gut zu seiner Community, die Quellen, die er verwendet und allgemein Umgang mit Quellen. Also, ich meine, ich musste mich da einfach auf sein Niveau herabbegeben, damit wir auf Augenhöhe uns argumentieren können, dachte ich mir. Aber auch dafür tut es mir leid. Ich hätte gedacht, das ist okay, dann ziehen wir uns jetzt Big Boy Pants an und machen das ernsthaft und so. Aber. Schreibst du es dann in dein Thumbnail? Und in einem anderen Kommentar sagst du dann, dass du das mit Absicht machst, weil ich ja die ganze Zeit keckige Takes raushauen würde. Stimmt ja auch. Widerspricht zwar der Aussage, du würdest mich aufgrund der Verwechslungsgefahr zu TJ so nennen, aber gut, man kann sein Argument ja an. Stimmt ja auch, es ist beides wahr. Es ist ja beides. Das ist doch das Witzige daran, Bro. Das ist doch das Witzige daran. Er bringt absolut keckige Aussagen. Allein deswegen kam der Gedanke ja mit dem T-Keck. Ne? Und weil ich einfach oft Namen verwechsel. Und Bruder, das beides, es mischt sich so gut. Eine Synergie, eine Zielharmonie. Hammer gut. Den Typ kannst du doch null ernst nehmen. Tue ich nicht. Oh Gott, nein. Bro, wer T-Tech ernst nimmt, hat wirklich komplette Kontrolle über sein Leben verloren. Der Bree nimmt sich selber nicht ernst. Niemand, der solche Takes bringt im Internet, nimmt sich selber ernst. Ich weigere mich zu glauben, dass der sich selber ernst nimmt. Das ist eine Persona, die er spielt. Und deswegen spielen wir mit. Alles gut. Anpassen, je nachdem, mit wem man spricht. Mal ein kleiner Tipp von mir, Trayman. Werd mal erwachsen und lass dir von Firegoden die Argumentationspyramide erklären. Ich wette, da findest du nirgends den Punkt beleidigen. Und dass du dich dann noch in deinem Video dahinsetzt und von konstruktiver Kritik laberst, ist einfach nur noch lächerlich. Wenn man nicht mal weiß, wie man sich selber reflektieren sollte und so allergisch auf die Aufforderung zur Selbstreflexion tendiert, würde ich behaupten, ist diese Person gar nicht in der Lage, konstruktive Kritik zu äußern, weil sie nicht begreift, warum man konstruktive Kritik äußert und was das so Er ist so pissed, Mann. Er ist so unglaublich pissed. Es ist so fit. Das Ding ist, ich habe ja Argumente gebracht in meinem Video und er ist in keinster Weise darauf eingegangen. Zum Beispiel hätte meine ganze Argumentation ja entkräftigen können. Indem er sagt, ich reflektiere mich doch. Da ist das Video, in dem ich mich reflektiert habe. In dem ich die Aussagen, die Kritik, die ich bekommen habe in den letzten 3 Monaten, reflektiert habe. Da ist mein Statement. Wovon redest du, komischer Mensch im Internet? Hätte er das nur machen können. Macht er nicht, denn er findet es viel effektiver, sich in die Opferrolle zu stellen und dann darüber zu jammern, wie gemein und böse ich doch bin, weil ich gemeine, böse Wörter verwende. Ich meine, und ich ja keine konstruktive Kritik liefere. Meine konstruktive Kritik ist, raff dich, mach dich mal gerade für die Sachen, die du im Internet verbreitest, und seine Reaktion ist, der ist voll gemein zu mir, der sagt böse Wörter im Internet. Bro,
Ich habe dich kritisiert für deinen Umgang mit Kritik. Mit der Tatsache, dass du dich nicht mit konstruktiver Kritik konstruktiv auseinandersetzen kannst. Da nochmal konstruktiv sein, ist völlig sinnbefreit, weil das ist auch der Grund, warum ich dich kritisiere. ADM1RAL-HipsterCheatX100 Bro, do you even Selbstreflexion? Papa. Ey, das ist halt, also, er wirft mir vor, bei meiner Kritik zu seiner Kritikunfähigkeit, mein Gott, nicht konstruktiv genug zu sein, etwas, was er in den letzten paar Monaten nie bewiesen hat, was ja auch Kern meiner Kritik ist. Und weil ich das ja auch und alle anderen schon kritisiert haben, habe ich es nicht mehr für nötig gehalten, erneut konstruktiv zu kritisieren. Warum auch? Weil er hat doch mehrfach schon bewiesen, dass er nicht in der Lage ist, konstruktive Kritik an sich selber zu verargumentieren und dann ein Video, ein Statement zu machen. So deswegen, also, Bro, kannst du nicht erwarten, dass ich dann nochmal, also, er ist halt derjenige, der sich dreimal auf dem Herd verbrennt und sich wundert, dass es beim vierten Mal noch heiß ist. Und dass der Krankenwagen, der ihn schon dreimal wegen derselben Sache abgeholt hat, sich einmal verarscht fühlt, so. Wir haben dir tausendmal gesagt, was das Problem ist. Du hast nie drauf reagiert. Ab einem gewissen Punkt ist die Kritik einfach nicht mehr konstruktiv. Folge haben sollte. Okay, also erstmal, wer zur Hölle sagt denn, ich hätte nicht selbst reflektiert? Du? Was glaubst Alle. Du denn, wer du bist, darüber urteilen zu können? Weil ich mich... Also ich bin Trailman, und du? Ich bin Trailman. Und jeder, der mit dir in den Diskurs gegangen ist, jeder, der dich in den vergangenen Monaten bezüglich deines Rammstein-Videos unter anderem kritisiert hast, sagt das. Du hast dich nie dazu geäußert, du hast nie Stellung bezogen, du hast dich nie gerade gemacht, die Videos sind nach wie vor online. Offensichtlich hast du dich nicht reflektiert. Also, wir können doch keine Gedanken lesen. Also, wie kannst du es wagen, meine Gedanken nicht lesen zu können? Wer bist du denn, dass du nicht weißt, was ich denke? Woher willst du denn wissen, dass ich das nicht gemacht habe, ohne dir das zu sagen, ohne das zu beweisen? Wer seid ihr denn, dass ihr mir... So dumm, Mann. Es ist halt wirklich... Und er nennt mich dumm. Ich lieb's. Ich finde das gut. Aber auch da, den Schuh ziehe ich mir auch an. Es tut mir leid, T-Tech. Es tut mir leid. Ich hab's richtig gemacht. An der Stelle, ne? Also kein Grund zum Alarm. Ich hab's richtig gemacht. Es tut mir leid, T-Tech, dass ich deine Gedanken nicht lesen konnte. Und die anderen Meinungsblogger auch nicht. Dass wir deinen internalisierten Reflexionsprozess nicht durchs Internet sehen konnten. Und nur die Kommentare unter deinen Videos, wo du dir keinerlei Schuld bewusst warst oder in keinerlei Problematik in deiner Rhetorik gesehen hast, dass wir nur darauf uns beziehen konnten. Das tut mir leid. Wenn ich mich nicht öffentlich dazu geäußert habe, kann Selbstreflexion also nur dann stattfinden, wenn man sich danach auch öffentlich dazu äußert? Spoiler, ich habe selbst reflektiert. Und ja, das kannst du nicht wissen, den Punkt gebe ich dir. Aber dann setz dich nicht in deinem Video öffentlich dahin und behaupte das Gegenteil, wenn du überhaupt keine Ahnung hast. Ich würde behaupten, das kann man schon verlangen, wenn du mit deinem Video offensichtlich Menschen vor den Kopf gestoßen hast, damit Reichweite und Plattform gemacht hast, dass man eine Stellungnahme verlangen kann. Ich meine, aber ja, auch gut. Ich meine, ich erinnere mich da an. Ach, komm. Das ist. Und das öffentlich, ja, vor allen Dingen das öffentlich. Warum dann öffentlich auch eine Stellungnahme beziehen, so wenn er das auch einfach privat gemacht hat? Da ist aber jemand angepisst. Natürlich ist er angepisst. Ich meine, also. Ich kann jetzt sofort beweisen, dass er nicht reflektiert hat. Ja, dieses ganze Video ist ein Beweis, dass dieser Mensch sich vehement weigert, sich zu reflektieren. Ein Beweis. Also, er ist Meinungsblogger. In der Öffentlichkeit. Mit seiner Meinung. Und er bekommt einen massiven Shitstorm, weil er wirklich problematische Sachen in seinem Rammstein-Video gesagt hat, so. Und jetzt sagt er, ihr könnt ja gar nicht wissen, ob ich mich reflektiert habe. Woher wollt ihr das denn wissen? Muss ich, nur weil ich das nicht öffentlich gemacht habe? Ja, Bruder. Genau das ist doch die Kritik. Mach dich halt öffentlich gerade für den Stoß, den du von dir gibst. Genau das ist doch die Kritik. Geht er eigentlich nochmal auf Inhalt ein? Nee. Aber das macht er nicht so gerne. Das hat er nicht so gern. Wie sagt man so schön, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Würde dir vielleicht ab und zu mal gut tun, dann würdest du nicht so viel Bullshit labern. Zum anderen... An der Stelle... Diesen Rat nehme ich mir schon lange zu Herzen. Schon lange. Deswegen, ja, da hast du völlig recht. Aber ich brauchte in den 31 Jahren auf dieser Welt den Rat nicht von dir. Diese Lektion habe ich bereits selber gelernt. Deswegen, ich sage nur die Hälfte von den Dingen, die ich sagen möchte, weil ich weiß, dass wir sonst jemanden hätten, der auf jeden Fall noch doller butthurt wäre. Deswegen, der Rat ist generell wichtig und richtig, stimmt. In der Regel sollte man auf jeden Fall mehrere Mal darüber nachdenken, was man sagt, sich gerade machen und reflektieren. Gerade wenn man Takes raushaut wie,
ja, Opfer, die, ne, Frauen, die in sich in Situationen geraten, wo sie eventuell von mehr Männern auf einer Party umringt sind, sein könnten, die müssen ja damit rechnen, dass da was Schlimmes passiert, weil, ne, die Welt ist grausam und so. Dass man, wenn man solche Takes raushaut, dann muss man natürlich damit raten, dass man dafür kritisiert wird. Und das ist natürlich naiv, damit nicht zu raten, so, ne? Also, aber ja, gut, okay, ist, wie gesagt, das war ja genau das, was ich, eingangs auch meinte mit dem TJ. Mit dem TJ, Insult, den er als Insult aufgenommen hat, so. TJ hat ihm was gesagt, was wahr war. War vielleicht nicht die beste Person, ihm das zu sagen, aber dennoch macht es den Inhalt nicht weniger wahr. Er hätte sich mal reflektieren müssen. Und ich, und das, ne, das wissen wir alle, vor allem, wenn ich mal einen Wutanfall habe, dass ich bei manchen Themen einfach mal die Klappe halten sollte. Und da ich mich hier sehr wohl fühle gerade und ich auch nicht einsehe, warum jemand wie T-Check, der massig von allen Menschen kritisiert wird für den Tag, wo sich einfach alle einig sind, außer vielleicht ein paar Losties so, warum dieser Mensch in dem Fall einfach recht haben sollte mit der Aussage, dass ich keine Ahnung habe. Er ist gerade in dem Thematik eher der Geisterfahrer. Aber okay, wie gesagt, den Inhalt der Kritik, die Aussage ist wichtig, ist immer noch wahr. Man sollte in der Regel, wenn man keine Ahnung hat oder sowas, die Klappe halten. Sollte man tun. Du blendest doch selbst ein, was konstruktive Kritik ist. Bei konstruktiver Kritik geht es nicht nur darum, ein Problem zu thematisieren. Es geht darum, es gemeinsam zu lösen, ja. Was TJ nicht gemacht hat. Der Kritiker. Was ich aber in meinem Video mache, übrigens, hat er, glaube ich, nicht drauf geachtet. Ich glaube, er war zu matt, um darauf zu achten. Ich habe ihm ja sogar einen Vorschlag gegeben, wie er sein Problem mit dem Statement, mit der Öffentlichkeit und dem Shitstorm lösen könnte. Und ich habe ja auch das Problem, was er hat, kritisiert, angesprochen. Nicht nur angesprochen, sondern auch eine Lösung. In dem Fall war die Lösung, mach dich mal gerade, reflektier dich und vor allen Dingen dein Umgang mit Kritik. Wer im Glashaus ist und Steine schmeißt und sowas. Er bezieht sich im Gespräch immer konkret auf ein problematisches Verhalten, was TJ auch nicht gemacht hat. Aber ich? Und gibt seinem Gegenüber Anregungen, wie er sein Verhalten ändern kann. Auch das hat TJ nicht gemacht. Also, sag mir nochmal, in welcher Welt war das konstruktive Kritik? Er hat das ja nicht mal gemacht als... Ich finde das gut, wie wir jetzt gerade über die konstruktive Kritik, die keine war, von TJ sprechen. Denn TJ hat ja nur angeregt, dass er sich reflektieren sollte, was eventuell als konstruktive Kritik wahrgenommen werden würde. Mein Anspruch war aber, dass er nicht in der Lage ist, konstruktive Kritik zu äußern. Und ich finde es ganz spannend, dass er jetzt gerade die Kritik, die ich an ihn richte, auf TJ reflektiert, er projiziert und TJ kritisiert, obwohl es um seinen Umgang und um seinen Mangeln an konstruktiver Kritik geht. Denn genau das ist doch das Problem. Er reflektiert sich nicht. Er projiziert die Sachen, die man ihm vorwirft, auf andere oder reflektet auf, nee, du bist viel schlimmer als ich oder, ah, der und der, du hast aber böse Sachen, deswegen brauche ich nicht hören und sowas so. Also, aber ist okay, finde ich spannend. Finde ich wichtig. Gut, dass wir das nochmal geklärt haben, die Witze. Ich wollte ihn gerade schon wieder TJ nennen. Weil TJ, ne? Ich ihn genau danach gefragt habe. Außerdem tust du in deinem Video die ganze Zeit so, als ob ich mega kritikunfähig wäre. Aber dann findet... Was du bist, Mütze. Man in den Kommentaren das. Yo, TJ hat jetzt auf dieses Video reagiert. Ein paar Kritikpunkte nahm er an und einen Kritikpunkt hat er etwas entkräftet. Wobei er auch da Kommunikationskritik annahm. Bisschen falsch dargestellt, Lord Kario. Klingt ja fast so, als ob sein Video voll okay gewesen wäre. Das war es nicht. Und ich habe auch nicht nur einen Punkt entkräftet, ich habe alle seine Punkte entkräftet. Sein Video war die größte Rotze, die jemals gegen mich produziert wurde. Und denkt daran, es gibt noch Marcellus Wallace. Auf jeden Fall antwortet Trayman dann auch da. Oh. Wie doll habe ich ihn getriggert? Ich habe ihn letztendlich nur T-Cack genannt. Ich habe ihn nur T-Cack genannt und ihm vor Augen gehalten, wie lost es doch ist, dass er nicht in der Lage ist, konstruktive Kritik umzusetzen und sich selber zu reflektieren. Aber es ist okay. Es ist okay. Anscheinend habe ich ihn damit doller getroffen. Was hat das jetzt mit Marcellus Wallace zu tun? Ich weiß es nicht, aber anscheinend habe ich ihn mit dem, ne, dass er keine Kritik, konstruktive Kritik umsetzen kann und nicht kritikfähig ist, wahrscheinlich habe ich ihn damit getroffen. Darauf. Tatsächlich, Kritikfähigkeit hätte ich ihm wirklich nicht zugetraut. Ja. Ach echt, ist ja fast so, als ob du mich überhaupt nicht kennst und gar nicht dafür qualifiziert bist, Urteile über mich zu fällen. Hätte ich natürlich trotzdem... 3 Monate, keine Antwort, kein Statement-Video, keine Einsicht von der massiven Kritik, die er von allen Seiten, von allen Menschen, die mit ihm gut waren, so, bekommen hat, so, ne? Aber
Wie käme ich, dummer Mensch, denn auf den Gedanken, dass er nicht in der Lage ist, Kritik umzusetzen und kritikfähig ist? Wie käme ich denn bloß auf so einen Gedanken? Nachdem mir, kennt er denn TJ, kennt er Rezo oder Stay? Ja, die kennt er persönlich, deswegen kann er sich ja auch ein Urteil und ein Video über diese Menschen leisten. Denn Mütze kennt sie hier alle. Persönlich, natürlich. Deswegen darf er das ja auch, Leute kritisieren, in ihrer öffentlichen Persona. Aber ich darf ihn dafür nicht kritisieren, weil ich kenne ihn persönlich nicht. Nicht davon ab, haufenweise dämliche Vermutungen über mich aufzustellen und sie als Wahrheit zu präsentieren. So. Oder unter anderem wie die Vermutung, dass TJ seiner Freundin eventuell fremdgegangen ist, weil die Daten und die Nähe zu... Aber ja, ich meine, er darf Vermutungen aufstellen. Kurbeln, in dem Fall ohne Evidenz. Das darf er. Ich darf das nicht. Ich bin dumm, dass ich das nicht gesehen habe. Das tut mir leid. Das ist highly beängstigend, dass ich so dumm war, dass ich das nicht gewusst habe, dass ein T-Tag, ich hab's geschafft, es hingekriegt, also dass ich nicht gedacht, doch, ich hab's hingekriegt. Ohne Witz, es war gar nicht mal so schwer. Dass er in der Lage sein darf, über TJ, ne, und seine Beziehung, seine private Beziehung und deren Agreements zwischeneinander zu schwurbeln, ob er ihr fremdgegangen ist oder nicht, das darf er, weil er kennt die ja persönlich und gut. Aber ich darf sowas ja nicht. Irgendwelche Vermutungen anstellen oder sowas. Das darf ich nicht. Muss man wissen. Ich wusste es nicht. Ich bin ja auch dumm. Jetzt sind wir klüger. So wie hier. Er, und das ist etwas, was gerade in den letzten Videos sehr, sehr deutlich wird, benutzt Kritik lediglich, um andere in den Fokus zu stellen, um von sich und seinem unglaublich problematischen Leben, das er anscheinend auch nicht mag, weil sonst würde er ja nicht 24/7 darüber jammern, abzulenken, um sich selber besser zu fühlen, kritisiert er andere. Also erstmal stimmt es schon gar nicht, dass ich nur Kritik äußere, um von meinen Problemen abzulenken. Ich habe schon Meinungsblogs gemacht, wo ich der glücklichste Mensch auf dem Planeten war, wo es mir nicht... Ich hoffe, er zeigt jetzt einen Beweis. Den würde ich gerne sehen. Ich würde Mütze gerne mal glücklich sehen. Ich habe es fast gesagt. Ich habe schon das T gesagt, aber da habe ich schon wieder TJ im Kopf. So. Das Ding ist, die haben auch beide lange Haare. So. Das ist halt super schwer. Das ist ja super schwer. Und ihr weißt, ihr seht alle gleich aus, Kappa. Deswegen, es ist halt super schwer. Aber ich würde ihn gerne mal glücklich sehen, das wäre doch mal schön. Das wäre doch mal zur Abwechslung was Nettes. Den verbitterten Jungen mal glücklich zu sehen, das wäre doch schön. Ich würde mich freuen. Hoffentlich blendet er was ein. Nicht hätte besser gehen können. Du kleiner Hobbypsychologe, kennst mich nicht und du kennst auch nicht mein Leben, also urteile nicht darüber. Du widerst mich so dermaßen an, wie selbstgefällig du da sitzt und aus reinem Hass heraus Vermutungen als Fakten darstellst. Wenn sich einer löschen sollte, dann bist du das. Zum anderen... Ja, aus reinem Hass. Bro, ich glaube, du verwechselst ein paar Gefühle. In seinem Video, ob meines... ADM1RAL_HipsterCheatX100, das ist, glaube ich, angebracht, lol. Oh man, it looks like Kaiba's got a severe case of butthurt. Somebody call the Wambulance. Nobody call the Wambulance. Hello, Wambulance. My brother's butt is hurting. Mokuba, hang up that phone. But bro, your butt. Ja, das hat gefehlt. Ich dachte halt nicht, dass ich ihm so wichtig bin, so. Dass ich ihn so aufrüttel. Ich hätte gedacht, dass ich einfach irgendein Rando im Internet bin, den er nicht mag, so. Und das wäre dann auf ebenbürtigen Mutual Feelings gefußt, so. Aber Hass schon... Da braucht er sich, also das kann ich spezifizieren so, da braucht er sich gar nicht so wichtig machen, so adeln in dem Fall. Ich hasse so wenig Menschen. Und Markus Lanz ist einer davon und er nicht. Er nicht. Ich heule 24/7, weil ich ein Video darüber gemacht habe, dass ich einsam bin. Okay, alles gut. Du heulst nicht 24/7. Du heulst nicht 24/7. Alles gut, Bray. Es tut mir leid. Es war wieder die böse Übertreibung gefußt als Dummheit, aus Dummheit. Es tut mir leid. Sorry, mein Fehler. Hab übertrieben. Den ziehe ich mir an, den Schuh. Sorry, tut mir leid. Du heulst nicht 24. Du hast ein Video dazu. Ich schäme mich, das gesagt zu haben. Es tut mir leid. Schämst du dich nicht, Trey? Eine Mist ist solche schwerwiegenden seelischen Schaden. How dare you? Ja, sorry. Wie gesagt, war Übertreibung. Es tut mir leid. Ich schreibe nächstes Mal in die Videobeschreibung alles Übertreibung. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich wollte das wirklich nicht.
mich so wörtlich nimmt. Ich hätte es nicht gedacht. Und darunter leide. Und daraus leitest du ab, dass ich 24/7 rumheule, dass mein Leben ja absolut miserabel sein muss und ich deswegen andere Leute kritisiere. Und dann der... Bei mir muss es schon wirklich verdammt schlecht gehen. Wenn ich ein Video über Ich bin einsam mache und dass Unabhängigkeit dazu führt, dass man weniger Möglichkeiten hat. Ich will diesen Take mit der Unabhängigkeit und dass Frauen, die mehr Freiheit haben, deswegen... Was dafür, dass Menschen mehr einsam sind, so, ich will das gar nicht nochmal irgendwie aufmachen, das Thema so, aber ging ja davon aus, dass sie ihn da stört, sonst würde ich ja kein Video dazu machen an seiner Stelle, so. Ich meine, es gibt ja ganz viele Singles, aber wie viele von denen machen Videos zu ihrem Single-Stand und nehmen die Tatsache, dass sie Single sind, als ein allgemein männliches Problem, über gleichzeitig per Proxy über ihren Single-Status und ihr Problem beim Dating auf kapitalistische Dating-Plattformen zu sprechen, so. Ich würde behaupten, das macht nur T-Tech. Aber ich meine. Sorry! I might jump the gun there! An der Stelle möchte ich auch nochmal kurz anmerken, wie toxisch das eigentlich ist. Denk mal drüber nach. Man kritisiert die ganze Zeit, dass Männern ja beigebracht wird, dass sie keine Gefühle zeigen sollen und sowas. Bro! Come on! Jetzt macht er einen auf Feminismus-Tag oder was? Jetzt kommt er mit Feminismus! Jetzt kommt er mit Feminismus! Während der. Ey, das ist halt so lächerlich! Entweder bist du ein ganzer Feminist und bist nicht nur, wenn es um Men's Right Activism Feminismus geht, oder du bist kein Feminist. Weil, ja, Männer, wir dürfen mal, wir Männer, wir leiden auch und wir müssen ja über Gefühle reden. Digga, zwischen über Gefühle reden und Trauma dumpen, da liegen Welten zwischen. Und du dumpst nur dein Trauma auf andere. Und guilt-trippst die Leute dann eventuell sogar noch. Ja, mir geht's ja auch so schlecht und vielleicht bist du ja mal eine letzte Chance so ein auf den. So, Bro. Das ist halt nicht das gleiche wie zu seinen Gefühlen stehen, emotional zu sein und die in einem gesunden Maße kommunizieren. Das wird einem eigentlich beigebracht. Also Digga, das ist halt, da muss er sich eigentlich selber nochmal sagen, werd mal erwachsen. Also der Take ist halt lost, Alter. Ich bin doch all for it. Digga, deswegen nenne ich mich doch fucking Feminist. Weil ich doch eben finde, dass man mit diesen Rollenmodellen, die uns das Patriarchat aufgedrängt haben, mit Männer müssen so sein und Frauen müssen so sein, dass wir Männer darunter leiden. Dass wir uns als Männer nicht expressen können, wie wir uns fühlen, wie wir wollen. Weil wir sonst von anderen Männern, aber auch von Frauen im Datingmarkt, abgewertet fühlen. So. Digga, guck dir, wer meine Streams guckt, kriegt das mit. Das ist mein Talking Point. Meine Kritik ist nur, dass er diesen Punkt des Feminismus ist, weil er ihm nützt. Anerkennt. Aber dann wiederum sich umdreht und sagt, ja, aber Frauen haben es da viel leichter als Männer und da haben es Frauen auch viel leichter und das wollen die Frauen und da wollen die Frauen und Bro! Entweder bist du ganz oder gar nicht im Team. Und das hat noch nichts mit radikalem Feminismus zu tun oder so. Überhaupt nichts. Und ich erinnere da auch gerne nochmal an den Forenpost von irgendeinem Troll im japanischen Anime-Forum, der doch meinte, Männer dürfen nicht mehr, es soll eine Männerausgangssperre geben. Das ist ein Unglaublich, und das dann dem Feminismus untergaukeln, um gegen den Feminismus schießen zu können, so. Das ist ein, was komplett das Problem verkennt. Das Problem unter anderem, dass Männer dazu tendieren, Frauen nachts zu überfallen und zu brutalisieren und vor allen Dingen, dass Männer sich gegenseitig überfallen und brutalisieren nachts. Das Problem ist das. Und die Lösung wäre Ausgangssperre, was keine Lösung ist. Offensichtlich nicht. Sie spricht lediglich eine Fleischwunde so. Aber nicht mal das ist er in der Lage anzuerkennen, dass wir als Männer in unserer Gesellschaft nicht nur an Man-on-Man-Crime hart strugglen, sondern auch, dass Männer in Bezug zu Frauen massive Probleme haben und verursachen. Datingmarkt ist was anderes als Gesellschaft. Bro! Tech Tom, das ist diese Logik, die von Erwachsenen, ne? Differenziert denken, so. Der Datingmarkt und sowas, dass das nicht die Gesellschaft ist, dass da draußen so, das ist diese Logik. Das haben wir hier nicht. Das ist eine Reaktion auf T-Tech, so. Das hat hier mit Logik gar nichts zu suchen, Bro. Also, wer wirklich glaubt, dass weil er auf einem Datingmarkt, auf einer App, meint, repräsentativ in Kontakt mit Frauen zu kommen und dadurch ein Meinungsbild von Frauen zu sich selber ernten kann, so, ist halt komplett lost. Ist halt wirklich komplett lost. Wenn du auf Dating-Plattformen abgelehnt wirst, daraus irgendwelche
Schlüsse ziehen zu wollen, in Bezug zu Einsamkeit, ist halt komplett lost. Diese Plattform ist nicht dafür da, dass du eine langfristige Ehe oder eine einvernehmliche Beziehung für den Rest deines Lebens findest oder überhaupt irgendwas findest. So. Diese Plattformen sind dafür da, um ihre Nutzer zu melken. Das sind gewinnorientierte Plattformen. Das sind kein Wohltätigkeitsverein. So. Bro, wie kann man so lost sein, Alter? Dating-Plattformen sind per Definition toxisch. Offensichtlich. Sie sind maximal oberflächlich, so. Und er macht daraus ein Video und jammert darum, dass er einsam ist, so. Und das war ja auch meine Kritik, dass das lost ist. Kannst du nicht ausdenken. Da steckst du nicht drin, ne? Das führt zu toxischer Männlichkeit und so weiter. Aber ich rede einmal in einem Video darüber, dass ich einsam bin und darunter leide. Und dann wird sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht. Es ist egal, wie komisch ich darüber gesprochen habe oder wie wenig ihr damit relaten könnt. Aber ihr habt euch über mich lustig gemacht, als ich über meine Gefühle gesprochen habe. Und da ist wieder der zweite Beweis, warum Tite kein Mann ist. Oder kein Erwachsener. Sagen wir es so, wir wollen ja kein Gender-Shaming und so. Er ist kein Erwachsener. Denn er spricht über ein Problem, seine Einsamkeit, ist aber nicht in der Lage zu hinterfragen, warum er einsam ist. Warum ist er denn einfach? Ich dachte, er hat reflektiert. Gute Frage. Danke, Chat, an der Stelle. Ja, hat er nicht. Hat er nicht, weil sonst würde er ja verstehen, warum wir uns über ihn lustig machen. Tut er nicht, weil er sich nicht reflektiert hat. Wir machen uns, alle vernünftigen Menschen, die denken können und sich mal reflektiert haben, vor allen Dingen, wenn es mit Bezug zu Frauen geht, so, machen sich darüber lustig, weil einfach nur zu sagen, ich bin einsam und der Feminismus macht Männer einsam und das ist alles so schlimm und hier zeige ich noch im Chat, wie einsam ich bin, so. Digga, du gibst dir null Mühe bei deinem Erscheinungsbild. Du gibst dir null Mühe mit deiner Identität. Du reflektierst dich nie. Du suchst weder öffentlich wirksam bei deinen Schwächen, für Vergebung bei deinen Schwächen, noch gestehst du dir irgendwelche Fehler öffentlich ein. Was du machst ist, ja, okay, da hast du mal was gegen mich gesagt, aber, und dann kommt ein größeres Gegenargument. Oh, ja. Jeder weiß, wer schuld ist, stimmt? Die Grünen. Ah. Deswegen lacht man sich doch über dich kaputt, weil er nicht in der Lage ist zu reflektieren und das auch gar nicht möchte. Er will sich beklagen und mit dem Finger zeigen und das ist genau das, was ich sage. Und gerade in der feministischeren Bewegungen oder in der Bubble, in der feministischen Bubble, Digga, wir würden ihn doch mit offenen Armen aufnehmen. Wir würden ihn doch mit offenen Armen aufnehmen, wenn er sagen würde, ey, ich weiß nicht, wie ich mit Frauen spreche, ich weiß nicht, wie ich über mich selber hinauswachsen kann. Ich weiß nicht, warum die Leute Probleme oder Frauen Probleme mit mir haben. Ich möchte das gerne verstehen. Mit offenen Ohren. Nicht direkt, wenn man was sagt. Oh, das ist gemein, du bist ja voll fies und du sagst sogar Cheek-Hack zu mir. So. Er will nicht reflektieren. Er will keine Kritik an sich zulassen. Sondern Kritik ist erstmal ein direkter persönlicher Angriff und das muss deflected werden und da muss direkt doller gegengewebt werden. Er ist halt ein kleines Kind. An der Stelle. Aber ich finde es gut, dass er mich als kleines Kind bezeichnet, beziehungsweise mir sagt, dass ich erwachsen werden soll. Denn ich war da auch mal. Mit 16. Ich war genauso wie der. Mit 16 halt. Und man wächst halt irgendwann raus, wenn man die harte Wahrheit erlebt, so, halt die metaphorische Wand trifft. Oder man stirbt halt einsam. Und verbittert. Und ich wünsche ihm halt, dass er versteht, dass obwohl meine Kritik ein bisschen gemein und fies war, sie aber ernst gemeint ist. Dass er sich doch bitte reflektieren soll und sich hinterfragen sollte, warum er einsam ist. Nicht, weil die Welt böse gemein ist und die Frauen viel zu hohe Ansprüche haben und der Feminismus den Frauen viel zu viele Freiheiten und Unabhängigkeit gibt. Das ist nicht das Problem. Andere Männer haben auch Freundinnen und Beziehungen. Und auch Frauen, also Lesben, die haben doch auch Beziehungen. Und die haben doch beide super viele Rechte und sind super unabhängig und super frei und was weiß ich so. Das wird sich ja doch dann könnten die ja, weißt du, das macht ja keinen Sinn. Ihr habt mir beigebracht, nicht mehr über meine Gefühle zu sprechen. Ihr seid das Problem. Jeder, der sich über mich... Das kannst du dir nicht ausdenken, Mann. Ist ja jetzt Facebook-Boomer-Sprüche vor? Ey. Ah, Digga. Nein, Blackhand TV. Ich habe zurzeit auch keine Freundin. Aber du wirst mich niemals, niemals so auf dem Niveau rumheulen. Und ich habe unter anderem keine Freundin, weil ich A, keine möchte, weil ich mich darum nicht bemühe. Und B, weil ich auch gar nicht die Zeit und die Kapazität hätte. Und das ist völlig okay. Völlig okay. Ich bin ja nicht einsam. Einsamkeit ist etwas, was du bekommst,
wenn du nicht mit dir alleine sein kannst. Also wenn du keine Mission hast. Und wenn du halt keine Mission hast, wenn du halt jemanden brauchst, der dich vervollständigst, dann, und du diese Person nicht hast, dann entwickelst du Einsamkeit. Und das ist nicht gut. Deswegen, Einsamkeit ist nicht gut. Allein sein können, gut. Und man muss erst allein sein können, um eine Partnerschaft, überhaupt erst wertschätzen zu können. Und nicht so, das ja. Das Jelly Engine Cheered X100. Glaube an meiner Pizza, war etwas nicht gut oder habt ihr gerade auch einen bösen Fiebertraum? Nee, das liegt an der Pizza. Ey, aber nein, alle anderen sind schuld. Weil er ist der einzige Mann, der nicht damit klarkommt. So. Weil alle anderen Männer, wir lieben das. Nicht über unsere Gefühle reden können. So. Wir lieben das. So, deswegen, alle anderen kommen damit super klar, nur er nicht. Weil, also Bro, nein. Digga, raff dich halt. Was für den... Diese Deflection, so, ihr seid alle schuld. Ihr seid schuld an meinen Problemen. So, nein, Mann, du bist... Digga, du musst dir vorstellen, das kommt von Mr. Eigenverantwortung. Das kommt von Mr., das ist genauso naiv wie mit einer Rolex ins Ghetto gehen. Dass die Gesellschaft schuld ist, dass er ist, wie er ist. Das kommt von dem. Mr. Eigenverantwortung, Teilverantwortung. Und Naivität. Naiv ist es tatsächlich... Sein Trauma, seine unaufgearbeiteten Probleme einfach so ins Internet rauszugießen. Lustig gemacht hat, ist das Problem jeder einzelne von euch. Ihr habt mir alle beigebracht, dass ich nicht über meine Gefühle reden kann. Weil sobald ich das mache, macht man sich über mich lustig. Aber ja, ich habe daraus gelernt. Ich werde nicht mehr über meine Gefühle sprechen. Ihr habt's geschafft. Ihr habt eine weitere Person einen Schritt näher zur toxischen Männlichkeit hingebracht. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht lernt ihr ja mal... Ich kann das alles nicht mehr. Ey, ohne Witz. Bruh. Das kannst du dir keinem erzählen, Mann. Admiral Hissat, danke für die Hund. Für die 500. Oh, hier hängt einer aber die Verantwortung für sein eigenes Leben ab. Nice, ja, absolut. Also, das ist halt Mimimi auf ganz hohem Niveau. Also, Bro, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Das spricht... Ja, wie ich, als ich 15 und einsam und verbittert war. Ja, ich sag's ja, mit 16 war ich auch so. Versucht er jetzt echt zum Feminismus. Das ist auch sein Take die ganze Zeit, dass er den Feminismus blamed. Es ist halt einfach. Titek erinnert sich an die Ansage Neue Radio. Achtung, auf der Art 43 kommt irgendwo ein Geisterfahrer entgegen. Einer und Titek tausend! Alle anderen! Ey, das ist halt einfach. Und ihr wisst, ich wollte eigentlich kein Antwortvideo machen, ne? Ich wollte eigentlich echt kein Antwortvideo machen. Aber das schreit, das ist halt schon... Eigentlich habe ich Mitleid. Weil ich verstehe ja irgendwo, wo er herkommt. Irgendwo verstehe ich es, ja. Das Ding ist nur einfach, er ist so unfähig, sich selber zu reflektieren, dass vieles seiner Probleme hausgemacht ist. Und er ist so schnell darin gewesen, bei wirklich ernsthaften Themen, wie der Rammstein-Thematik und den Erlebnissen von Kyla Shikes und so, und Frauen, die anderes erlebt haben, er ist da so schnell gewesen... die Verantwortung zu verteilen. Es kommt noch ein zweiter Teil von T-Tech. Dank, Trey. Bro, wie viele er macht eine Reihe, ich sag euch das. Das nächste Mal, wenn jemand über seine Gefühle spricht, sich nicht über diese Person lustig zu machen, sondern egal wie komisch ihr das findet, der Person beizustehen und für sie da zu sein, anstatt sich drüber lustig zu machen. Dein Video ist schon kein Griff ins Klo. Ja. Ich erinnere danach tatsächlich an das Video von ihm, ne, sein Problem mit Stay und den anderen guten Menschen. Digga, was zur Hölle, Mann. Ich meine, Kyla Shikes und diese ganzen anderen Frauen reden über ihre Erlebnisse in Angsträumen und wenn die auf Partys oder von Männern in irgendwelche Situationen gedrängt werden. Und er nimmt das natürlich ernst und ärgert sich darüber, dass, ne, dass die nicht das kommen gesehen haben. Das hätten die ja damit hätten sie ja rechnen müssen. Lacht nicht, er macht sich nicht über die lustig. Er ist viel großzügiger, er verteilt die Schuld. Weil sonst es wäre ja naiv, nicht es kommen zu sehen. Nicht im Vorfeld zu erahnen, dass wenn du auf eine Party eingeladen wirst, dass das bedeutet, dass fremde Männer dich schnackseln wollen. So. Vor allem, wenn du im Vorfeld von einer Frau zu einer Party eingeladen wirst. So. Aber, ich meine, er ist ja großzügig. Er macht sich ja nicht über die Frauen lustig. Er spuckt ihnen mit dieser Rhetorik nur ins Gesicht. Wieso hat Mütze denn den Hate kommen sehen? So mehr, es ist reiner Hass. Du hasst mich und das ist auch vollkommen in Ordnung. Kannst du ja machen, ist mir scheißegal. Ja. Aber hör auf, so ein Bullshit über mich zu labern und Lügen zu verbreiten. Stell deine verachtenswerten Vermutungen gerne privat auf, ist mir kackegal. Aber stell sie nicht in der Öffentlichkeit als Fakt hin, nur weil du mich nicht... Wir machen das so. Ich höre auf, meine Vermutungen zu äußern. Ich ruder sie auch gerne zurück.
wenn du den Part aus deinem Video zu TJ rausschneidest, wo du vermutest, dass er seiner Freundin eventuell fremdgegangen ist. Wir machen das so. Und du nimmst dein Video zu Rammstein, zu der Rammstein-Thematik unter. Dann ruder ich gerne meine ganzen Vermutungen zurück. Meine verachtenswerten Vermutungen. So machen wir das. Leiden kannst. Und im nächsten Punkt geht er auf meinen Shitstorm ein. Und dreimal dürft ihr raten. Natürlich labert er auch da wieder Müll. Dass das anscheinend nicht etwas ist, was Opfer sich selbst sagen, was in den Kommentaren zu dem Video ihm hinlängst erklärt wurde, warum sein Take zu der Thematik in der Art und Weise unglaublich widerlich ist, müssen wir an der Stelle nicht diskutieren. T-Take denkt sich, doch, das müssen wir. Genau das müssen wir diskutieren. Ich möchte hier die Aussage... Der Deal wird er nur nie machen. I know. ...die ich damals in dem Video getätigt habe, nicht verteidigen und auch nicht reproduzieren. Darum geht es nicht. Mit diesem Part... Aha. Sondern? Also will er sich jetzt gerade machen dafür? Entschuldigen sogar? Part will ich nur aufzeigen, dass sowohl sehr viele meiner Kritiker als auch Trayment nicht in der Lage sind, das, was ich wirklich gesagt habe, richtig zu verstehen. In meinem Video habe ich damals ganz bewusst nie über Vergenusswurzelung gesprochen. Ich habe Frauen nicht die Schuld zugewiesen und auch nicht gesagt... Du hast hier keinen Blitzdings da in der Hand, wir waren alle dabei. Ach, sweet, sweet, schon mal. Ja, wie konnte ich denn auch diesem Irrglauben aufsitzen, dass er sich eventuell gerade macht, so? Nein, er hat natürlich niemandem Verantwortung überteilt. Er hat davon gesprochen, dass die Opfer, die sowas erleben, das hätten vorher, ne, wahrnehmen müssen. Es wäre ja naiv gewesen, das nicht zu wissen. Und das ist eine Form von Dummheit, ne? ADM1RAL_HipsterCheatX100, Teilschuld, wenn auch nur eine ganz kleine Zitat aus dem Video. Aber er hat keinen Teilschuld verteilt. Hat er nicht. Hat er ja gerade gesagt. Ich meine, wir sind dumm, was wir es nicht verstehen, dass er da gerade gesagt hat, er hat keine Teilschuld verteilt. Er wird nun ein toxischer Mann werden. Jetzt erst. Digga. Und er hat ja auch vorher gesagt, dass er seine Aussagen nicht verteidigen wird. Ja? Nur um sie dann zu verteidigen. Gesagt, selbst schuld. Und ich habe auch klargestellt, dass ich nicht allen Opfern solcher ekelhaften Straftaten eine Teilschuld zuspreche, sondern nicht allen Opfern. Da ist er ja aber sehr speziell. Nur einigen, die das verdient haben, oder was? Digga, also, Bruder, brennst du. Aber er hat sich reflektiert. Finde ich gut. Dass es auf den Kontext ankommt. Hm. Und vor allem habe ich auf gar keinen Fall niemals über eine Teilschuld bei Kindern gesprochen. Nochmal, es spielt keine Rolle, ob ich das mit der Teilschuld jetzt noch so sehe oder nicht. Nicht allen Opfern so. Und er hat es nicht spezifiziert. Das gilt aber nur für erwachsene Menschen. Sondern er hat doch explizit... Bro, du kannst doch nicht einfach die Welt hier retconnen. So funktioniert die Realität nicht, Alter. Laufe ich vor eine Wand? Ist da Mauer da? Der ist aber, ja, ist da Mauer da? Also, Digga. Wirklich nicht. So, und jetzt schauen wir uns nochmal den Kommentar an, den Trayment da eingeblendet hat. Ich war mega naiv, um zu denken, dass mein Bruder wirklich mit mir Mario Kart zocken wollte und nicht mit mir das Pferdereiten auf dem Bett üben wollte. Danke, T-Tech. Jetzt weiß ich, dass ich mit 11 dran schuld war, dass mein älterer Bruder mich missbraucht hat. So lieb von dir. Erstmal, es tut mir leid, dass du solche Erfahrungen machen musstest. Wirklich. Kein Mensch und vor allem kein Kind sollte solche Sachen jemals erleben müssen. Aber soll ich dir was sagen? Du, beziehungsweise dein Vorfall, war jetzt schon damals, als ich das Video gemacht habe, niemals mitgemeint, als ich von einer Teilschuld spreche. Wie kommt das dann bloß, dass sich so jemand angesprochen? Wie kommt das bloß? Das ist die Frage, weil ich habe unter seinem Video noch mehr solcher ähnlichen Beiträge gesehen. Wie kommt das wohl, dass Frauen sich Opfer von solchen Taten durch sein Video angesprochen fühlen? Wahrscheinlich, weil die alle das gar nicht verstanden haben. Wahrscheinlich liegt das daran. Weil T-Tech ist der Einzige, der die Dinge richtig versteht. Der kennt sich da aus in solchen Themen. Der hat auch mit Opfern gearbeitet in solchen Themen. Der ist wahrscheinlich selber Survivor und hat da maßgebliche Aufklärungsarbeit im Bereich sexualisierte Gewalt gebracht. So, deswegen, wir müssen uns da alle einfach mal an sein Wort halten. Dann verstehen wir das auch alle. Soll ich dir mal was du da hast? Er hat halt von Teilschuld gesprochen, Alter. Und das Menschen, es ist das so offensichtlich, er spricht von sexualisierter Gewalt. Und von Ausbeute und von Machtgefällen. So. Und dass Leute dann ähnliche, ihre Fälle, ihre Erlebnisse damit in Verbindung stellen, mit dem, ja, aber du musst dann, das ist doch naiv, dass du als Opfer in so eine Situation kommst, weil du hättest ja vorher wissen müssen. Das ist doch genau das, was in der ersten Therapie, in den ersten Therapiestunden, mit den Opfern durchgesprochen wird.
Weil genau das sagen sich ja Opfer. Genau das, was er gesagt hat in seinem Video, sagen sich ja Opfer, nachdem sie von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Dass sie ja naiv waren, dass sie im Vorfeld das hätten ja wissen müssen und dass sie ja deswegen selber schuld sind, zum Teil. So, das ist ja genau das, was sie sich sagen. Und das ist ja genau das, was ich kritisiere. Dass das ekelhaft war. Ach, vielen Dank. Minute 4, sagst du? Das ist ja praktisch. Praktisch hier. Wir haben lange nicht mehr so eine... Ist eine Schnurz... Ja, ist absoluter Schmutzmechanismus. Absolut. Minute 4 hat er natürlich nicht von allen Opfern gesprochen. Ich meine, er hat nicht alle Frauen gemeint, ne, sondern nur einzelne, einige. Ganz spezifisch. Er hat sich auf ganz spezifische Frauen gezogen. Das müssen wir dann natürlich erst fact-checken, das ist ja wichtig. Ich entschuldige mich natürlich gerne, wenn ich ihn da mal wieder, weil ich ja so dumm bin, missverstanden. Sorry, ein dummer Rülpser. Ich entschuldige mich gern, wenn ich ihn mal wieder missverstanden habe. Einigen wir uns doch stattdessen darauf, dass man als Frau bei einem solchen Konzert Backstage überhaupt keine Erwartung haben muss. Halte ich für gefährlich und genau den Grund dafür, dass es jetzt diese Vorwürfe gibt. In einer perfekten Welt sollte es genauso laufen, wie Rezo das sagt. Frauen sollten nicht vom Schlimmsten ausgehen müssen. Aber in dieser Welt leben wir nicht und jeder muss sich dieser Realität stellen. Jeder muss sich dieser Realität stellen, dass wir nicht in so einer Welt leben. Vielen Dank für die Riversub-Bombe. Alle müssen sich damit abfinden, laut seiner Argumentation, was ja absolut konservativistischer Take ist, so. Der Status Quo, das haben wir früher schon so gemacht, das ist auch heute noch so, das bleibt alles, wie es ist, so, ne? Ist ja, sie ist einfach ein, dass es so ist, die Welt ist böse und warum es besser ändern wollen, warum, ne? Ich sage nicht, dass es gut ist, wie es jetzt ist. Ganz und gar nicht. Absolut im Gegenteil sogar. Aber es ist nun mal, wie es ist. Und jetzt Frauen zu sagen, sie sollten nicht von sowas ausgehen, ist basically sie dazu zu ermutigen, naiv zu sein. Das ist einfach straight up ignorieren, dass solche schlimmen Sachen auf Konzerten passieren können und sich dann wundern, dass sowas passiert. Also naiv zu sein, ich meine, er erklärt in seinem Video nochmal ganz schön, was es bedeutet, naiv zu sein. Dass das eine Form von Dummheit ist, ne? Und dass das ja dann auch Teilschuld ist, weil man ja naiv ist. Sich in so eine Situation begeben zu haben, und er zeigt ja hier auch nochmal klar auf, dass er Frauen bezieht, also der Sammelbegriff fürs weibliche Geschlecht, was ja dann vielleicht nicht Kinder inkludiert, da würde ich, in dem Fall würde ich Kinder nicht exkludieren, würde ich tatsächlich nicht sagen, aber wie gesagt, die einzelnen Frauen, wie er sie in dem aktuellen Video hier ja nur ansprechen wollte, so, tut er halt nicht mit seiner Aussage, ne? Es geht in deinem Fall um mehr als Belästigung. In meinem Video habe ich aber nur von Belästigung gesprochen. Zweitens, du warst ein Kind. Ich habe nie über Kinder gesprochen. Drittens, in der Situation wäre selbst als erwachsene Frau keine Naivität im Spiel, die eine Teilschuld rechtfertigen würde. Nochmal, ich spreche gerade als das Ich zu dem Zeitpunkt meines damaligen Videos, nicht als mein jetziges Ich. Davon ja, aber darum, dann sag doch mal, wie dein jetziges Ich zu dieser ganzen Sache steht, so, zu dem ganzen Thema. Das ist doch genau, Digga, das ist doch so lost, Alter. Er macht hier ein Video, ne, geht direkt in die Opferrolle und ist nur am Heulen die ganze Zeit. Und ja, ich weiß, ist schon wieder Übertreibung so. Dabei hat er sich ja anscheinend reflektiert und mein ganzes Kritikvideo zieht ja nur darauf ab, diese Reflektierung zu hören. Dass er sich doch bitte mal äußern soll zu seiner Reflektierung. Nur darum geht's doch. Er hätte mich doch komplett mundtot machen können, die ganze Zeit sofort. Wenn er sich reflektiert hat, hätte er mich doch sofort mundtot machen können, indem er sagt so, hey Leute, hier, das ist das. So ist mein aktuelles Ich. Aber will er nicht machen, ich verstehe nicht warum und das merkt deswegen meine Kritik. Abredest du von Schuld, was ich in meinem Video sowieso nie gesagt habe. Teilschuld. Du sprichst von Teilschuld. Ich sagte, dass es auf den Kontext ankommt. Du sprichst von Teilschuld. Natürlich kommt es dabei auch auf den Kontext an. Man kann nicht sagen, oh, du wurdest begrapscht, du warst aber auch mit Minirock spazieren, da brauchst du dich nicht wundern. Weil der Kontext eines Clubs zum Beispiel ist ja ein ganz, ganz anderer. Man weiß, wofür 99% der Männer dort hingehen. Das heißt, in dem Szenario muss man eher damit rechnen, als beim Spazierengehen. Und das ist, was viele... Und das ist immer noch komplett lost. Weil die meisten sexuellen Übergriffe passieren in der Familie. Zwischen Bekannten, Freunden, Nachbarn. So, das ist immer noch komplett lost. Das Clubbeispiel, der Kontext, das ist immer noch komplett lost. So, außerdem, obendrauf, spricht er von Teilschuld. Also doch Schuld. Opfer solcher Straftaten, die dann später meine Hater wurden, nicht verstanden haben. Er hat die doch haben sich ganz An Minute 6, oder Witz, der trollt doch. Ich bin mir sicher, dass er trollt. Oder er ist einfach nicht so dumm wie wir. Könnte auch daran liegen. Er ist einfach nicht so dumm wie wir. Wenn ich mit dem Kumpel in den Club gehe, dann
um dort gemütlich ein Bier zu trinken oder auch zwei oder auch drei zu saufen oder... Ja, obviously, natürlich. Er spinnt sich da halt komplett eins zurecht. Er spinnt sich da so eins zurecht. So, nach seiner Logik, weil ja 90% aller Kerle im Club sind, um Frauen zu, ne? Würden ja auch nur solche Fälle im Club passieren, was nicht der Fall ist. Die Mehrheit passiert halt, wie gesagt, in einem sicheren sozialen Umfeld. Oder teils auch am helllichsten Tag draußen auf der Straße. Passiert auch zu oft. Von Fremden. Ohne Dating oder was weiß ich was. Also es ist halt absolut lost. Aber ja, er sagt, er hat ja nicht von Schuld gesprochen, so. Das ist keine absolute Schuldzuweisung, sondern das Schlüsselwort nennt sich Eigenverantwortung. Zumal Frauen, die sich über die Rammstein-Thematik geäußert haben... Verantwortung, Synonym, zweiten Grades, Schuld. Ho, hm, ho. Ho, hm, ho, hm. Wie kam ich bloß auf Schuldzuweisung? Wenn er bei den Opfern, die was erlebt haben, reflexartig von Verantwortung bezüglich deines Erlebten sprichst, kam ich da bloß drauf? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie kam ich da bloß drauf? Muss ich mir wahrscheinlich aus meinem dummen Kopf ausgedacht haben. Schal angesprochen. Minute 11? Achso, wenn das nicht... Den geben wir ihm noch. Minute 11:40 ist nochmal was Schönes. Okay, dann gehen wir nochmal rein. 11:40. Hat sie unbewusst getroffen, weil man es nicht besser wusste. Das wäre dann aber eben Naivität und daraus kann man lernen. Und ja, aus Naivität kann man eine Eigenverantwortung ableiten und damit einhergehend eine klitzekleine Selbstschuld. Auch wenn die Hauptschuld immer noch der Täter hat. Kommen wir langsam zum Fazit. Und ja, das Video geht noch ein Weilchen. Ich habe hier ein bisschen viel aufgeschrieben. Warum? Wie er sogar Selbstschuld sagt. Und völlig egal, wie groß die Selbstschuld, die Teilschuld, Teilverantwortung ist. Allein das im Nachhinein in diesem Kontext zu erwähnen, war ja Teil der Kritik, die er bekommen hat. Und hätte er sich reflektiert, hätte er das verstanden. Und würde das jetzt nicht versuchen zu whitewashen. Und angegriffen gefühlt, obwohl ich sie nie mitgemeint habe, als ich von einer Teilschuld sprach. Das ja, nicht nur sie, sondern ganz viele andere Opfer auch. Und das sollte einem doch zu denken geben, oder nicht? Keine Kritik an die Kommentarschreiber sein, überhaupt nicht, weil es ist meine Schuld, dass sie das so nicht verstanden haben. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Es ist meine Schuld, dass du das nicht richtig verstanden hast. Er hat aber sagen können, was kann ich denn dafür, dass du dumm bist? Aber, no hate gegen die Kommentarschreiberin, so. Alle haben ihn missverstanden, ja. Wie gesagt, normal, natürlich. Er ist auch der einzige Mensch, der nicht dumm ist. Einzig kluge Mensch auf diesem Planeten. Oh, shit. Sein Gesicht spricht Bände. Es ist halt einfach... Oh, shit. Es tut mir leid, dass du das nicht richtig verstanden hast. Das ist so die epischste Non-Apology bezüglich einer Person, die sich wirklich verletzt gefühlt hat aufgrund der Tatsache, dass er ihr... rein assoziativ Mitschuld mit ihrer sexualisierten Gewalterfahrung aufgesprochen hat mit seiner Rhetorik. Denn die Herleitung von Naivität und Eigenverantwortung, die trifft natürlich auch außerhalb dieser Bereiche, die er aufzeigen wollte, zu. Da kannst du nicht ausdenken, Mann. ADM1RAL_HipsterCheerX100 kann er sich nicht einfach löschen gehen. Ich raste hier schon wieder komplett aus. Ich beweise gerade eine Menge Selbstdisziplin, nicht gottlos auf Mutter zu gehen, XD. Richtig und richtig. Wir haben es auch gleich geschafft. Nur noch 4 Minuten. 15 Minuten. Also 3 Stunden. Das mit dem Kontext sage ich erst 1,5 Minuten, bevor das Video endet. Die meisten hatten da wahrscheinlich schon den Kommentar geschrieben und abgeschaltet. Das Dude-Trail mit dabei. Die meisten Menschen haben schon ihr Kommentar geschrieben und abgeschaltet. Die meisten Menschen haben sein Video also gar nicht zu Ende gesehen und deswegen konnten sie gar nicht beurteilen, was er hier sagt. Geskriptetes Video machst und dann das gleiche falsche Narrativ... Bro, wieso glaubst du, dass ich so arbeite wie du? Wie kommst du da drauf? Du bist nicht dumm genug. Ich skripte meine Videos doch nicht. Ich bin doch nicht jemand wie du, der sich hinstellt und sich stundenlang, tagelang die Argumente so hin und her schiebt, wie sie ihm am besten passen, sondern ich mache meine Kamera an und sag das, was ich gerade denke. Bro, ich bin doch nicht dumm genug, um nicht so dumm zu sein, wie ich bin. Ich bin zu dumm für Skripts. Natürlich. Ja. Aber es ist natürlich schön, wie er glaubt, mich zu kennen.
Ich meine, ich müsste jetzt eigentlich den Part aus seinem Video nehmen und ihm das vor den Kopf halten und ihm sagen, dass er nichts über mich weiß und mich nicht kennt und warum er meint, über mich zu urteilen. Aber ich meine, er ist ja zu klug und nicht so dumm wie ich und deswegen ging er davon aus, dass ich klüger bin, was dumm ist. Ich skripte alle meine Videos Ausrufezeichen. Weiter verbreitest, zeigt, dass du es entweder mit Absicht gemacht hast, weil du mich wieder falsch darstellen wolltest, oder du hast es mal wieder nicht wirklich verstanden, weil du nicht die Hirnkapazität besitzt, um es zu verstehen. Du kannst es dir gerne mal aussuchen. Wieder aussuchen. Danke, ich nehme die Dummheit. Manipulativ oder dumm. Obwohl, hier gibt es sogar noch eine dritte Option. Du hast genauso vorher abgeschaltet, aber das würde heißen, dass du ein Video kritisierst, was du nicht mal komplett geschaut hast. Und das würde dich zu einem schlechten Meinungsblogger machen. Und auch im nächsten Punkt, wie viel... Das Ding ist, ne, mein Zweitkanal so. Da haben wir auf sein Anti-Kuchen-TV-Video reagiert. Da haben wir auf das Video von Sigi Siegmann reagiert, wo er seinen ganzen Kanal T-Techs ganzen Kanal zerlegt hat, wozu sich T-Tech immer noch nicht geäußert hat, weil er Angst vor Sigi Siegmann hat und ihm argumentativ nichts entgegensetzen kann. Deswegen hat er ja auch mein Video kritisiert, das 3 Monate älter, jünger ist. Sigi hat ihn ja schon vor ein paar Monaten kritisiert. So. Gehen wir weiter runter. Was ist denn das? Jasmin Gnu äußert sich als Betroffene zu Victim Blaming. Ich habe auf Jasmin Gnu zu seinem Video reagiert. Ich habe auf sein Video reagiert. Nee, ich habe auf die Reaction von Stay reagiert. Ich habe auf sein Video habe ich auch drauf reagiert, tatsächlich. Ich habe es nicht hochgeladen. Ich habe sogar 3-mal drauf reagiert. Aber 2 Reactions. 2 Reactions auf meinem Kanal sind online. Plus auf meinem Hauptkanal eine Einordnung seines Videos in meinem damaligen News-Format, was ich eine Woche, nachdem er sein Video, auf das wir uns hier gerade beziehen, hochgeladen habe. Das könnte er wissen, wird er sich in irgendeiner Weise mit Themen auseinandersetzen, außer, ah, die sind alle gemein zu mir. Aber er kommt noch auf das Level, dass er so dumm ist wie ich. Und dann versteht er diese ganzen Dinge auch einfach easy. Ganz eben, gar kein Ding. Aber nee, wir haben das Video nicht gesehen im Stream, nicht 3-mal. Deswegen haben wir nicht gesehen. Und wir haben ja auch nicht die Kommentare uns angeguckt, gemeinsam im Stream. Aber, wie gesagt, das. Vor allen Dingen... Aber ja, das ist gut, im Moment. Nehmen Black, mit. Hast du bitte gesoffen, um so einen Bullshit zu labern? Genug. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so unglaublich unempathisch sein kann, so ein Video hochzuladen und zu glauben, dass das in irgendeiner Weise gut gefunden wird. Wäre ja jetzt blöd, wenn ich in den ersten Sekunden meines Videos schon gesagt habe, dass das einen Shitstorm auslösen wird. Du hattest seit TJ und Vanessa Blank keinen Shitstorm mehr. Wird mal wieder Zeit, findest du nicht? Ich kann ja einfach gegen Rezo und Stay schießen, indem ich die Wahrheit ausspreche, die keiner wahrhaben will. Also wie kommst du bitte auf die Idee? Er hat sich reflektiert. Das ist so derbe cringe. Ich habe ihm sogar noch einen Leeray gegeben. Ich habe ihm Narrenfreiheit gegeben mit der Aussage. Indem ich ihm so viel Intelligenz und Empathie oder Weitsicht zugesprochen habe, dass er sich zumindest Gedanken macht, dass seine Videos ankommen würden. Der Kerl sagt hier gerade, nee, ich wusste, dass ich anecken werde, Leute offenden werde und dass ich einen Shitstorm abkriege und deswegen habe ich das gemacht. Aber, und gleichzeitig behauptet, er hat sich ja reflektiert und er sagt, und er steht nicht mehr zu denselben Dingen, die er damals gesagt hat. Ich hab dir Naivität aufgesprochen, also so viel Narrenfreiheit, dass ich dachte, er ist wirklich davon überzeugt, dass das gute Argumente sind, die er bringt. Und er hat einfach nur provozieren wollen. Also mit Absicht Dinge sagen wollen, die Leute Opfer von sexualisierter Gewalt verletzen werden. Und das wofür? Ja, um zu provozieren, um einen Shitstorm zu bekommen. I guess, das machen Profis, Profi-Creator so. Steck ihn nicht drin, er macht das länger als ich, deswegen, er wird schon wissen, was er da tut. Er macht das länger als ich. Er hat da Ahnung, mehr Ahnung von dir, einfach. Ich steck da nicht drin. Zu behaupten, ich hätte gedacht, das würde gut ankommen. Spricht ja dafür, dass du das Video wirklich nicht geschaut hast, bevor du es kritisiert hast. Und direkt danach, der nächste Satz ist auch wieder eine Lüge. Wie aber hat er als Meinungsblogger und Mensch, der alle anderen Menschen kritisiert, auf die Kritik den Shitstorm reagiert? Gar nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ja. Es gab keine Reaktion auf den Shitstorm. Doch, die Reaktion war, du hast einfach so weitergemacht wie zuvor. Aber ich wette, du weißt es mal wieder besser. Lass mal hören. Auf die Kritik den Shitstorm
Shitstorm reagiert. Er kritisiert KuchenTV. Nein, das war nicht die Reaktion auf den Shitstorm. Ich habe ganz normal ein Video gemacht, so wie ich es immer vorher auch schon gemacht habe. Ja. Ich bin Meinungsblogger, das ist mein... Ja, das ist genau das Ding. Das war der Sinn und Zweck dieses Videos. Ich glaube, er hat mein Video nicht geguckt. Das war doch genau das Problem. Er ist immer noch mächtig angegriffen. Ja, absolut. Der ist so derbe getriggert, der Kerl. Wäre das nicht alles so unglaublich lustig? Diese Wortklauberei ist so unglaublich dumm von ihm. Ja, I know. Aber was soll sonst von ihm kommen? Ganz ehrlich. Wäre das nicht so unglaublich witzig so, dann wäre das halt wirklich traurig. Tragisch, wirklich tragisch, ey. Doch es gab Reaktionen in den Kommentaren, in denen er gesagt hat, dass er nicht falsch gemacht hat. Ja, I know. I know. Natürlich hat er darauf reagiert. Er hat kein Video gemacht, er hat kein Statement gemacht, er hat sich nicht gerade gemacht. Er hat einfach so weitergemacht wie zuvor und jemand anderen attackiert. Was ja auch Teil meiner Kritik war. In meinem Video. Und in den Kommentaren hat er sich gerechtfertigt. Für das verteidigt hat er sich, nicht gerechtfertigt. Ein Job. Nur weil das chronologisch nach dem Shitstorm kam, heißt es nicht, dass es automatisch eine Reaktion darauf ist, du Genie. Wirklich nichts von dem, was aus deinem Maul kommt, ergibt auch nur irgendwie Sinn, wenn man das mal kritisch hinterfragt. Mhm. Leute, das war erst die Hälfte seines Videos. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wir machen daraus einen Zweiteiler, okay? Weil hiernach kommt auch noch so viel Bullshit und ich kann das nicht alles an einem Stück. Aber bevor das Video endet, will ich hier noch eine klare Ansage an Trayman machen. Denn er hat nicht nur in seinem Video ein absolut ekelhaftes Verhalten an den Tag gelegt, sondern auch in den Kommentaren. Dort habe ich Folgendes gefunden. Sigmann schreibt, das ist übrigens der Typ, der dieses 50-Minuten-Video gegen mich gemacht hat. Haha, strammes Ding. Zu deiner Aussage kurz vor dem Ende. Hätte durchaus das Material, um in seinem Leben rumzustochern. Oh. Bei mir haben sich Leute gemeldet und mir Dinge erzählt. Ist nur leider unter meinem Standard und Niveau dieses Atominem-Zeug. Aber amüsant war es definitiv. Interessant finde ich auch, dass es unter seinem Niveau ist, diese privaten Infos aus meinem Privatleben zu verwenden. Aber damit anzugeben, sie zu besitzen, ist nicht unter seinem Niveau. Was ja. Seid ihr für ekelhafte Menschen ohne Witz? Bro, aber es kommt setzt er sich wirklich gerade auf den moralischen Highground? Er hat Sigis Video zur Kenntnis genommen, aber er hat gewählt, sich darauf zu reagieren. Aber setzt er sich wirklich da auf den moralischen Highground und spielt den Empörten, nachdem er im Privatleben von TJ gebohrt hat und ihm Fremdgehen angedichtet haben will oder rumgeschwurbelt hat, setzt er sich gerade wirklich auf den moralischen Highground? Ich meine, zwischen mir und ihm ist der Unterschied, dass ich nur darüber gesprochen habe, diese privaten Dinge. Das ist der Unterschied zwischen mir und ihm. Und er hat das ADM1RAL-HIPSTERCHEAT-X100. Er hat den Highground, aber er underestimated deine Power, Kappa. Danke für die 100. Ohne Witz. Das ist ein so loster Bullshit-Take. Bruder, du kannst mir überhaupt nichts vorwerfen. Weder habe ich gesagt, dass ich das verwenden werde, je nachdem, weil ich ihm zugetraut habe, dass er irgendwelche Sachen aus meinem Privatleben hochholen würde und dann hätte ich das in der Hinterhand, beziehungsweise hätte ich die Möglichkeit, das in der Hinterhand zu haben, so. Aber habe ich es verwendet? Nein. Werde ich es verwenden, wenn er die Füße stillhält? Auf keinen Fall. So. Deswegen, was ist das für ein Bullshit-Take? Ich bin halt nicht du. Ich hühne halt nicht in deinem Privatleben rum und schwurbel herum, was du mit deinen Partnerinnen und was weiß ich was machst und nicht. So. Ich mach das halt nicht. Du machst das und projizierst jetzt diese Schmutzhaltung auf mich und fühlst dich deswegen offended. Digga, raff dich. Raff dich echt mal, ganz ehrlich. Was ist das? Also, was ist das? Bro, verstehe ich nicht. Noch besser, denn Trayman hat darauf geantwortet. Ich komme nach seinem Antwortvideo gern auf dich zurück. Wer hat euch absolut ekelhaften Menschen bitte ins Hirn geschissen? Was hast du dann mit den Infos vor, Trayman? Sie veröffentlichen oder geilst du dich einfach nur daran auf, irgendwas Negatives aus meinem Privatleben zu wissen? Merkst du nicht, wie absolut ekelhaft dieses Verhalten ist? Macht ihr euch dann... Digga, checkt er nicht, dass er genau das, wie er sich selber gerade kritisiert? Er macht doch genau das mit TJ. Er war so tief in der Beziehung von TJ drin. Der hat sich auf dem Nacken von TJs Freundin darüber aufgeregt, dass TJ eventuell mit Frauen flext, mit seiner Freundin flext. Dass er das cringe... Bro, dann hat er darum rumgeschwurbelt, ob TJ fremdgegangen ist. Er kann das ja nicht verifizieren, aber hat er keine... So, Digga, du machst doch genau das. Du machst doch genau das. Im Gegensatz zu mir, veröffentliche es halt nicht. In eurem privaten Umfeld darüber lustig oder was über mein Privatleben? Wie miserabel muss denn euer Privatleben sein, dass ihr euch über mein Privatleben lustig macht? Oh. Ihr kennt mich doch nicht mal. Oh, das müsste ziemlich übel sein. Das müsste tatsächlich ziemlich übel sein, mein Leben.
Damn, müsste mein Leben ziemlich übel sein. Damn! Also, das müsste schon echt übel sein, wenn ich in meinem Privatleben mich über sein Privatleben lustig machen wollen würde. Damn, müsste das übel sein. Und habt ihr auch jemals darüber nachgedacht, dass jeder jeden Scheiß über mich behaupten könnte, sich irgendeinen Scheiß aus den Fingern saugen und euch das als Wahrheit verkaufen könnte? Ja. Und habt ihr auch jemals darüber nachgedacht, dass eine Medaille zwei Seiten hat? Ja. Und die Leute auch erzählt, was sie Schlimmes gemacht haben? Habt ihr jemals mal darüber nachgedacht, dass das Schlimme, was ich eventuell gemacht haben soll, vielleicht eine Reaktion auf irgendwas Schlimmes war, was die gemacht haben? Oder werdet ihr widerlichen Menschen einfach nur blind, wenn es um irgendwas Negatives über eure Feinde geht? Man fängt an der Stelle. Sigi hat mir nie was geschickt, so, ne? Sigi hat mir nie was geschickt. Vor allen Dingen, ja, weil das ja auch erst, ne, nachdem sein Video kommt, würde ich überhaupt erst was haben wollen, weil ich halt dachte, er würde dran rumdoxen oder sowas so. Aber, dass er so matt ist, dass er im Vorfeld schon meint, so, ja, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es auch andere Perspektiven gibt und sowas. Bro, ich weiß doch gar nichts über dich. Aber dass er schon, er suggeriert doch mit seiner Reaktion hier, dass da genug gibt, was in irgendeiner Weise gegen ihn verwendet werden könnte. Ich hab nix. Aber Bro, du entlarvst dich doch gerade selber. Chill doch. Also, was weiß ich denn? Und wenn ich das im Privaten gucken würde so und das nicht veröffentlichen würde, dann wäre es doch nur Gerüchte. Steile These, da gibt es verdammt viel Material. Also seine Reaktion würde auf jeden Fall das bekräftigen. Weil er hier full on in den Damage-Control-Modus geht schon anscheinend so. Also, Bro, ich hab nichts. Alles gut. Und ich hätte auch nur was angefragt, wenn du anfangen würdest, in meinem Privatleben rumzuwühlen und doxen wollen würdest. So. Weil meine Familie und solche Geschichten so, das hat ja nichts damit zu tun und so. Und ich gehe ja nicht auf Privatleben. Du schon, hast du ja bei TJ bewiesen. Und da ich davon ausging, dass du in Videoform reagieren wirst, und du bei TJ ja schon im Privatleben rumgeschnüffelt hast, wie ich ja auch in meinem Video, auf das du dich beziehst, gesagt habe, müsste ich mich sozusagen darauf vorbereiten. Habe ich nicht, hast du nicht gemacht, alles cool. Warum denn, ne? Aber anscheinend hat er da Dinge, die er nicht an die Öffentlichkeit haben möchte. Ist okay, kann ich nachvollziehen. Ich würde auch nicht wollen, dass Gott und die Welt weiß, wo ich wohne. Geht, schämt euch, alle beide, haltet euch aus meinem Privatleben raus. Ich werde jedes Wort, das ihr über mein Privatleben veröffentlicht, augenblicklich, sofern möglich, abmahnen. Kritisiert meine öffentliche Person für das, was ich sage, für das, was ich mache, überhaupt kein Problem. Aber haltet mein Privatleben daraus, hört auf, mich zu beleidigen und hört auf, Lügen über mich zu verbreiten, sonst werde ich das in Zukunft nicht mehr mit Internetvideos regeln. Guter Anspruch, finde ich gut. Ich finde aber auch dann, sollte er jetzt abgemahnt werden von TJ. Das sollte er definitiv sein. Weil das wäre gerechtfertigt, wenn er einem TJ Untreue unterstellt und damit eventuell seine Plattform angreift. So, weil er natürlich dementsprechend, ne? Aber ist legitim, weil er darf das ja. Weil er der Klügere ist von uns allen. Deswegen ist er, bei ihm ist okay, aber alles gut. Ich hatte nie vor, Privatleben von ihm zu veröffentlichen oder sowas so. Außer er macht das und dementsprechend alles gut, Bruder. Ich bin da relativ, ne? Sind wir ja kulant, sind wir da. Ich, wie gesagt, als Privatmensch ist er mir ja völlig egal, so. Ich bemitleide ihn halt so ein bisschen so, aber als Privatmensch ist er mir völlig egal, soll er machen, was er möchte. Ich weiß, wie er heißt mit Vornamen. Aber darüber hinaus ist er mir komplett egal. Seine Internetperson, der geht mir ein bisschen auf den Sack, aber hassen tue ich ihn nicht. Alles in allem war das doch ein sehr humoristisches, sehr entspanntes Video. War doch lustig, hat er Spaß gemacht. Du hast auch eine Community im Rücken, die dich im Fall supportet. Ah, ich glaube nicht, dass da was kommt. So, warte, wir müssen noch Kommentar da lassen für den Album. So, das hat auch Spaß gemacht. Das war mal eben eine 2-Stunden-Reaction, das ist doch schön. Auf Lock hingelehnt. Wie die Jugend heutzutage sagt. Das war doch entspannt.